Gäste, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich will Sie hiermit begrüßen im Namen der Stiftung Wertebündnis Bayern, im Namen des Gesellschaftswissenschaftlichen Institutes München für Zukunftsfragen und vor allem im Namen unserer Initiative, um die es heute geht, die Initiative für Integration und Toleranz. Ich begrüße hiermit auch unsere Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Ich begrüße auch Professor Wolfgang Pfeiffer. Ich begrüße Manuela Petras, Professor Manuela Petras und Dr. Peter Seifert. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch alle Teilnehmenden, die heute hier sind. Mein Name ist Karin Schnebel. Ich bin die wissenschaftliche Leitung vom Gesellschaftswissenschaftlichen Institut München für Zukunftsfragen. Ich bin auch im Sprecherrat des Wertebündnisses und in diese Initiative in unterschiedlicher Weise integriert. Das kriegen Sie im Laufe des Abends noch mit. Heute geht es zum Thema Migration. Also ich bin zu diesem Thema gekommen, ich würde sagen in meiner Studienzeit. Ich bin viel herumgereist, ich habe viele Jahre in Spanien gelebt und auch in einigen anderen Ländern und habe festgestellt, dass auch wenn man sich noch so sehr bemüht, man bleibt doch immer Fremder in einem anderen Land. Selbst dann, wenn man eigentlich mit der Sprache kein Problem mehr hat und doch bleibt man Fremder. Und dieses Thema hat mich so beschäftigt, dass ich das zum Thema einer Magisterarbeit gemacht habe und auch meiner Doktorarbeit. Und bis heute bleibt es ein Thema, in dem ich mich jetzt zum Beispiel in dieser Initiative hier engagiere oder engagiert habe. Genau. Und das Thema Migration ist natürlich kein Thema, welches jetzt einfach aus dem 20., 21. Jahrhundert kommt, sondern das gab es schon immer. Schon seit es, würde ich sagen, Zivilisationen gibt, gibt es Fremde. Fremde sind früher durch Eroberungen, durch Kriege, durch Hungersnöte, sind die Leute ausgewandert, sind in andere Länder oder sie sind geblieben und ein anderer Staat hat auf ihrem Territorium regiert. Meistens waren das Diktaturen und die Fremden waren in der Regel unterdrückt oder sie hatten zumindest einen schlechten Stand in der Gesellschaft. Mit Ausnahme vielleicht, wenn jemand was ganz Besonderes zu bieten hatte. So fällt mir ein, der große Philosoph Aristoteles war beispielsweise auch ein Fremder, also ein Ausländer in Athen, also Metöke hieß es damals. Und er hatte einen durchaus guten Stand, aber er hatte auch etwas Besonderes zu bieten und war finanziell recht unabhängig. Mit dieser Situation natürlich kann man, geht das schon, aber das sind die wenigsten Fälle. Die meisten Menschen kämpfen damit um die Anerkennung in dem neuen Land. Ich mache jetzt den Sprung, also man könnte ja denken, nun gut, Europa ist nun Einwanderungsland, aber Europa war auch mal Auswanderungsland und zwar vor 200 bis 500 Jahren, je nachdem wie man es datiert, gab es hier in Europa viele Hungersnöte, es gab Kriege, es gab die Pest, die Protestanten wurden verfolgt und in diesem Zusammenhang sind sehr viele Leute hier ausgewandert, bekanntlich ja Deutsche, Franzosen, Italiener, Spanier, Engländer, vor allem vielleicht auch Irländer, Iren, die sind ausgewandert und haben dabei ihre Kultur sozusagen exportiert nach Amerika. Also sie hatten wohl die Vorstellung, sie reisen jetzt ins Heilige Land. Ich glaube, die Vorstellung wurde nicht in diesem Sinne erfüllt. Das war gewiss eine ganz andere Realität, die sie vorgefunden haben. Nun, was ganz klar ist, also was jeder weiß, Migration verändert die Gesellschaft. Also es geht im Grunde nicht darum, wir müssen die Migranten anerkennen, wir müssen schauen, dass sie sich integrieren. Ich denke, es geht darum, dass wir die Veränderung mitgestalten müssen. Müssen insofern, dass wir jetzt eine Demokratie haben, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und es geht darum, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, diese Gesellschaft mitzugestalten, was man in einer Diktatur eben nicht hat. Vielleicht noch ein kleiner Ausflug, dass Migration die Gesellschaften verändert haben, schon viele, viele Politiker festgestellt. So beispielsweise auch Franco in Spanien, der hat, damit er die Basken ein bisschen milder stimmen konnte, die radikalen Basken, hat er Steuervergünstigungen vorgesehen für große Firmen, die sich dann da ansiedeln konnten. Und damit ist auch eine Binnenmigration ins Rollen gekommen, die dann das Baskenland natürlich prozentual hispanisiert hat, will ich mal sagen vielleicht. Ja. Dass dieser Trick sozusagen haben schon viele Politiker in verschiedenen Ländern angewendet. Also das heißt, auch das zeigt, Migration verändert eine Gesellschaft, verändert den prozentualen Anteil von Einstellungen, von Werten und so weiter. Und diese Situation haben wir heute. Wir sind mittlerweile nicht nur Deutschland ist seit mit Beginn der 50er Jahre vielleicht zum Einwanderungsland geworden, sondern auch ganz Europa ist Einwanderungsland geworden und das hat unsere Politik auch verändert. Wie Sie wissen, ist gerade seit 2015 ist die Politik, wie ich meine, ein bisschen schärfer geworden. Es ist eine Spaltung zu sehen zwischen denen, begonnen hat es mit denen, die eine Willkommenskultur für gut hießen und denen, die eine, die Fremden, die Ausländer, die Flüchtlinge nicht haben wollten. Sie wollten
Sie wollten Sie wollten vielleicht ein Land, in dem ihre Werte erhalten bleiben, in dem sie keine Sorge haben müssen um ihre Arbeitsplätze, um ihre Sicherheit oder was sie alles sich zusammengedacht haben. Diese Spaltung, und das ist vielleicht der Kern, der blieb erhalten. Der blieb bis heute erhalten. Die Spaltung ist allerdings jetzt nicht nur auf die Migration, sondern ich beobachte eine politische Schärfe auf ganz verschiedene politische Bereiche. Und das meine ich, als Politologin gesprochen, das ist nicht ungefährlich für eine Demokratie, für die Stabilität einer Demokratie. Und da meine ich, sind wir alle schon auch aufgerufen, im Grunde unsere Demokratie zu schützen, in welcher Form auch immer. Und das war auch das Ziel unserer Initiative für Integration und Toleranz. Und zu dieser Initiative, um nun die Kurve zu machen, da bitte ich jetzt Dr. Andrea Taubenberg kurz ein paar Worte zu sagen. Bitte schön. Vielen Dank, Karin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Abend und dieses Thema interessieren. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Worte sagen zum Wertebündnis Bayern, damit Sie wissen, was das überhaupt ist, was diese Initiative für Integration und Toleranz gestartet hat. Das Wertebündnis Bayern ist ein Zusammenschluss von inzwischen 177 Organisationen, Vereinen, Verbänden, Stiftungen, die alle das Thema Wertebildung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene betreiben. Das ist in der Tat ein riesiges Netzwerk, was bundesweit einzigartig ist, gibt es so nur in Bayern. Und damit Sie sich ein bisschen was darunter vorstellen können, wie unterschiedlich die einzelnen Partnerorganisationen in diesem Wertebündnis sind, nenne ich Ihnen ein paar Beispiele. Im Wertebündnis ist genauso engagiert der Berufsverband der bildenden Künstler wie der Verband der kinderreichen Familien, die Islamische Jugend in Bayern, der Bayerische Trachtenverband und das Landeskommando, das ist sozusagen die Bundeswehr in Bayern. Also eine ganz heterogene, wilde Mischung von Organisationen, die sich sonst vielleicht nicht wirklich begegnen würden. Die haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Projekte für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Bereich Wertebildung durchzuführen. Wertebildung verstehen wir dabei ganz breit, von politischer Bildung, Demokratie, Pädagogik, über Alltagswerte, wie wir haben ein Projekt, das heißt Bayern schmeckt zum Beispiel, wo es um Wertschätzung regionaler, saisonaler Lebensmittel geht. Nur, dass Sie eine Vorstellung haben, was wir unter Wertebildung verstehen. Und nun zu unserer Initiative Integration und Toleranz. Sie erinnern sich alle an die Situation im Herbst 2015. Karin Schnebel hat es ja schon angedeutet. Massiv steigende Zuwandererzahlen, ideologisch aufgeladene Stimmung in der Bevölkerung, enorme Hilfsbereitschaft genauso wie enorme Ablehnung. Und in dieser Situation haben wir es geschafft, Sondermittel für die Stiftung Wertebündnis Bayern zu akquirieren, die themenbezogen auf das Thema Integration zu verwenden waren. Daraufhin haben wir einen Aufruf an unsere 177 Partnerorganisationen gemacht, mit der Bitte, Integrationsprojektkonzepte einzureichen. Und wir waren erschlagen von dem unglaublichen Widerhall, den dieser Aufruf gehabt hat. Wir hatten 60 Organisationen, die mitarbeiten wollten, haben dann in zwei runden Tischen es tatsächlich geschafft, ein einstimmig verabschiedetes Konzept zu präsentieren, was allen unseren Integrationsprojekten zugrunde liegt, was definiert hat, was wir unter gelungener Integration verstehen. Wundert mich bis heute, dass das einstimmig durchgegangen ist, dass man sich da einigen konnte, und haben auf dieser Basis, auf diesem gemeinsamen Grundkonzept, dann 11 Projekte konzipiert aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Sport, Berufsorientierung, Philosophie, politische Bildung. Das waren sozusagen die Themenfelder, die wir bearbeitet haben, Integration aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und wir haben das Ganze dokumentiert, 3 Jahre lang jetzt durchgeführt mit praktischen Projektträgern, mit wissenschaftlichen Reflexionsblicken darauf, und haben das Ganze zusammengefasst, wissenschaftlich evaluiert und dokumentiert in einem Sammelband, der da hinten ausliegt, den Sie auch zu vergünstigten Preisen erwerben können, wenn Sie möchten. Und wir haben auch ein Magazin aufgelegt, wo man die verschiedenen Projekte nochmal nachlesen kann. Das können Sie einfach so mitnehmen.
Und wir möchten Ihnen heute mit diesem Abend einen Einblick gewähren in diese unterschiedlichen Projektansätze. Und unsere Idee war tatsächlich, die Vielfalt der Integrationsprojekte, die es ja gibt, dahingehend zusammenzufassen, dass wir versucht haben, Gelingens- und Misslingensfaktoren herauszukristallisieren, um aus unseren gemachten Erfahrungen andere potenzielle Projektträger zu ermutigen oder von bestimmten Ideen von Anfang an gleich mal abzubringen, weil sie nicht funktionieren, weil andere vielleicht wunderbar funktionieren. Also wir wollten, dass nicht jeder das Rad wieder neu erfinden muss, sondern dass man auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen kann. Deswegen auch diese aufwendige Dokumentation und Evaluation. Und einen Einblick in diese verschiedenen konkreten Projektansätze und wissenschaftlichen Überlegungen dazu bekommen Sie jetzt von unserem Podium. Dankeschön, vielen Dank. Also es geht jetzt so, wir fangen jetzt an mit der Podiumsdiskussion. Ich bleibe natürlich erstmal, bleiben wir auf dem Podium. Wir öffnen aber das Ganze dann nach ein paar Runden dann fürs Publikum und Sie alle dürfen mitreden und dürfen Ihre Meinung dazu sagen, die uns dann auch sehr interessieren wird. So. Zunächst einmal, hier rechts von mir sitzt die Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer. Ich würde Sie bitten, sie ist eben auch Mitglied des Landtags, ich würde Sie bitten, kurz Ihre Erfahrung, ich weiß, Sie sind noch nicht sehr lange Integrationsbeauftragte, mich würde Ihre Erfahrung in dem letzten halben Jahr interessieren, beziehungsweise welche Ziele Sie haben, welche Notwendigkeiten Sie sehen für die Integration. Ja, es ist ein komplexes Thema. Ich bin also zunächst etwas vorsichtig auch in dieses Amt eingestiegen. Man hat ja zunächst immer nur das Mediale vor sich, man liest in der Bevölkerung, ja, man kriegt es als Außenstehender meistens mit über Abschiebungen und so weiter. Ja. Die positiven Aspekte der Integration kommen eigentlich dann draußen gar nicht so an, wie ich das jetzt nach einem halben Jahr Arbeit empfinde, wo ich also bayernweit unterwegs bin und sehe, dass wir also gerade auch von Freistaatseite her uns hier durchaus sehen lassen können. Wir haben mittlerweile über 80 Integrationslotsen installiert. Das sind also hauptamtliche Positionen, die also in den Landratsämtern meistens wirken und also mit den Ehrenamtlichen zusammen koordinieren. Wir haben Ausbildungsakquisiteure laufen, die also schauen, dass also unser Ziel Sprache, Bildung, Arbeitsmarkt vor allem realisiert werden kann, dass wir also möglichst, vor allem natürlich bei den anerkannten Flüchtlingen in erster Linie, es schaffen, möglichst viele auch in Ausbildung und Arbeit zu bekommen. Das ist sehr gut gelungen. Vergleichsweise mit anderen Bundesländern haben wir also hier eine hervorragende Datenlage und Sie haben es vielleicht gelesen, es gibt auch jetzt Erleichterungen, was die Ausbildungsaufnahme und die Beschäftigungsaufnahme angeht. Wir haben also seit März hier eine neue gesetzliche Basis, die es uns ermöglicht, auch hier noch mehr Chancenpotenziale zu eröffnen. Und von daher schaut es also nicht so schlecht aus, wie man das oft als Außenstehende, die ich ja auch mal war, erlebt. Und mir ist vor allem wichtig, dass wir in den Schulen weiterhin so gut vorankommen, was die Integration und die Sprachvermittlung angeht, aber natürlich auch für Erwachsene, vor allem auch auf die Frauen möchte ich schauen. Also die Frauen dürfen nicht so, wie es uns schon mal passiert ist bei der ersten Gastarbeitergeneration, dass die dann irgendwo so ins Nirvana zu Hause verschwinden, sondern hier ist ganz, ganz wichtig, Sprachkompetenz und Integration in die einheimischen Bevölkerung zu befördern. Vielen Dank erstmal. Wir kommen auf die Argumente dann nochmal zurück. Erstmal würde ich jetzt gerne von der Frau Professor Pietras, ich mache jetzt die Damen zuerst, gerne wissen, wie ist denn in diesem Projekt gelaufen? Wie lief denn die Integration? Was ist denn passiert in dem Projekt überhaupt? Und Sie haben ja das Projekt wissenschaftlich evaluiert. Bitte stellen Sie es einfach kurz vor und stellen Sie auch bitte sich ganz kurz vor. Genau. Ach, Sie ja, haben danke. Danke, okay. Ich habe dieses Projekt, was vom Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, JFF, früher hieß es Institut Jugend, Film, Fernsehen. Sie merken an diesem Namenswandel, wir tragen immer noch ein bisschen das alte Signet mit drin, weil das jeder kennt, das deutschlandweit renommiertes Institut, das Medienpädagogik in Forschung und Praxis betreibt. Und dort gab es ein Projekt zur Integration, bei dem Jugendliche unter Anleitung von professionellen Medienpädagogen Videoclips produzieren
und auch Audioclips produzieren. Das heißt, sie erstellen in gemeinsamer Arbeit ihre eigenen Vorstellungen, Erfahrungen, Wünsche, Wissen über Integration. Dieses wird in diesen Clips niedergelegt und dann können diese Clips weiter auch noch zum Beispiel im Jugendradio, auf Internetplattformen, bei Jugendwettbewerben publiziert werden. Das sind also drei Kommunikationswege. Einmal die Jugendlichen, die gemeinsam arbeiten und etwas machen. Dann haben wir die Projekte, die Filme, die sie erstellen und die Audioclips, die sie erstellen. Und dann werden die dadurch, dass sie veröffentlicht werden, in die Bevölkerung mit ihrem Wissen nochmal hineingetragen. Und dort finden Prozesse auch wieder von Kommunikation statt, indem man darüber reden kann. Das sind also drei Kommunikationswege und darauf basiert der Erfolg des Projektes. Ich will jetzt vielleicht gar nicht zu weit gehen, weil das ein bisschen vorgreifen würde. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner eigenen Person. Ich befasse mich schwerpunktmäßig mit den zwei Themenfeldern Lernen und Kommunikation. Und so war dann auch diese Begutachtung des Projektes entstanden. Dankeschön. Hallo? Ja. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Ich würde jetzt auf das Gleiche ich würde erst eine Runde machen für Ihre Informationen, dann werde ich auf die Details eingehen. Ich würde jetzt erst Professor Pfeiffer noch bitte bitten. Er war Projektleiter eines Projektes. Ich würde Sie bitten, das Projekt ganz kurz vorzustellen, sich ganz kurz vorzustellen und genau. Ja, mein Name ist Wolfgang Pfeiffer. Ich lehre Musikpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das heißt, ich bilde aus Musiklehrer für Grundschulen, für Mittelschulen und Realschulen. Also jeder, der irgendwas mit Musik an der Universität Erlangen-Nürnberg im Lehramt zu tun hat, kommt, muss an mir vorbei. Und ich habe mir natürlich auch angesichts der Flüchtlingswelle gedacht, was kann ich denn von meiner Seite aus zu dem Thema beitragen? Und da ich ja einen sehr guten Zugang zu Lehramtsstudenten, also zu zukünftigen Lehrern eigentlich habe, und da die alle Musik machen und Musik auch später unterrichten, war natürlich die Verbindung klar. Das Projekt, das ich ins Leben gerufen habe, heißt demnach auch Musik integriert. Das heißt, ich will mittels Musik die Integration fördern. Wie schaut das konkret aus? Ich habe mir Studenten gesucht, die Musik als Hauptfach oder Nebenfach hatten und habe die an Schulen mit sogenannten Übergangsklassen vermittelt. Und zwar, es war im Raum Nürnberg, Übergangsklassen sind Klassen, in denen die Flüchtlinge, also die neu ankommenden Flüchtlinge zuerst zusammengefasst werden. Der Schwerpunkt liegt auf Deutschlernen erstmal, der Schwerpunkt liegt auf, sage ich mal, elementarischen schulischen Fähigkeiten vermitteln und die Kinder so weit zu bringen, damit sie dann in die sogenannten Regelklassen, meistens Grundschule oder Mittelschule, dann auch aufgenommen werden können. Ich habe die Studenten an die Schulen, ich habe dann mit dem Schulamt einfach geschaut, wo sind die Schulen mit den meisten Problemen, wer hat die größten Übergangsklassen und darin habe ich meine Studenten vermittelt. Die Aufgabe war, die sollten circa 4 Stunden an den Schulen eingesetzt werden, davon 2 Stunden Musikangebot machen, 2 Stunden im Spracherwerb helfen. Das müssen Sie sich jetzt so vorstellen, es ist ja, diese Übergangsklassen haben circa 15 bis 20 Schüler, werden von einem Lehrer unterrichtet. Und natürlich ist der Lehrer sehr, sehr dankbar, wenn ein zweiter Lehrer ihn zumindest für 2 bis 3 Stunden unterstützt, sodass der Lehrer auch mal differenzieren kann. Dass er halt dann sagen, okay, jetzt habe ich einen Studenten, der Student soll die 2 Syrer nehmen, die noch gar kein Deutsch können und soll mit denen elementare Sprachübungen erstmal machen. Oder er soll ihnen bestimmte Dinge in Mathematik beibringen, was er mit der anderen Klasse jetzt nicht macht, was ihm zu sehr aufhält. So, das heißt also, die Studenten sollten aufgrund ihrer Erfahrungen im Lehramtsstudium bereits als Hilfslehrer eingesetzt werden und die sollten aber im zweiten Schritt auch spezielle Musikangebote machen. Und Musik ist das ideale Mittel für Integration schlechthin. Wenn Sie gemeinsam Musik machen, brauchen Sie eigentlich erstmal keine Sprache, Sie können sich auch sprachlos verständigen. Das heißt, diese Sprachbarrieren fallen eigentlich weg. Und meine Studenten wurden auch von mir gecoacht, spezielle Tänze, spezielle Lieder, spezielle Rhythmusstücke einfach mit den Kindern einzustudieren. Und wie es so schön heißt, wenn man gemeinsam Musik macht, da kann keiner aus der Reihe tanzen.
Da kann keiner im falschen Rhythmus spielen oder kann falsch singen. Die Leute müssen sich integrieren, sie müssen sich anpassen. Und der zweite Aspekt, der noch dazu kommt, durch Lieder mit deutschem Text lernen die Flüchtlingskinder ja auch Sprachstrukturen. Es gibt inzwischen auch Musikbücher, die genau darauf ausgebaut sind, sodass man auch diese Lieder wiederum zur Förderung des Sprachlernens wieder einsetzen kann. Ja, ich denke, das ist erstmal genug von meinem Projekt. Ich kann jetzt auch noch Stunden weiter erzählen, aber ich denke, Sie haben einen Eindruck erstmal bekommen. Es hat vielleicht noch ganz kurz es haben sich unheimlich viele Effekte gezeigt. Vielleicht zwei Dinge möchte ich sagen. Es gab ein syrisches Kind, das überhaupt nicht gesprochen hat. Durch diese persönliche Zuwendung eines Studenten, der einmal in der Woche 2 Stunden sich nur um das Kind gekümmert hat, hat es angefangen auch zu sprechen und sich zu öffnen, sodass sie nach einem halben Jahr eigentlich in den normalen Unterricht dieser Klasse integriert werden konnte. Zweites Erlebnis vielleicht noch, wir hatten einen syrischen Flüchtling, den Mohammed, der hat in Damaskus Perkussion studiert und der kam zu meinen Studenten, weil er halt auch sich musikalisch betätigen wollte und den haben wir wiederum eingesetzt in einer Übergangsklasse mit vor allem syrischen Kindern und der konnte mit denen wieder syrische Lieder und syrische Stücke aus ihrer Heimat nochmal einstudieren, sodass die Kinder einfach ein Gefühl hatten, sie werden auch hier angenommen und können das, was sie mitbringen, auch in ihre neue Heimat oder in ihre neue Umgebung wieder einbringen. Und so gibt es eben ganz, ganz viele ganz differenzierte Prozesse, die man hier mit Musik anstoßen kann und die auch zur Integration beitragen. Okay, vielen Dank. Mir fallen ganz viele Sachen ein, ich sage es erst später. Ich würde erst noch den Herrn Dr. Seifert bitten, sich kurz vorzustellen und auch bitten darum, seine Tätigkeit in der Initiative vorzustellen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Peter Seifert. Ich bin politischer Philosoph hier aus München und habe die längste Zeit meiner Berufslaufbahn auch an der LMU München am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft gearbeitet, am Lehrstuhl für politische Theorie und Philosophie. Das macht auch meine Richtung aus. Also ich bin jemand, der eigentlich nicht normalerweise empirische Projekte im Einzelfall studiert, sondern eher den großen Fragen der Demokratietheorie etwa nachgeht. Und das war auch meine Herangehensweise an das Projekt, das ich evaluiert habe. Es ging um das Projekt Werte, Dialog, Integration. Und das muss man sich so vorstellen, dass deutsche und ausländische, insbesondere Flüchtlingskinder und Jugendliche in einen philosophischen Diskussionsprozess zusammengebracht wurden. Dazu muss man natürlich schon bessere Deutschkenntnisse haben als für das Musikprojekt. Das kann also durchaus, kann ich mir vorstellen, auch aufeinander aufbauen. Und Ziel des Ganzen war nicht nur der Spracherwerb, der natürlich sehr zunimmt, wenn man sich auf solche Gespräche einlässt, sondern es ging auch darum, dass die Leute, die da aufeinandertreffen, ja sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und Werte auch haben und die auch nicht einfach so verschwinden, weil man jetzt, sagen wir, den Wohnort oft zwangsweise wechseln musste. Man nimmt ja sozusagen das, was man kulturell und von der Sozialisierung her hat, mit. Das gilt für alle, auch für die deutschen Teilnehmer. Und nun ist die Frage, wie geht man damit um? Und die Methode, die im Projekt Werte, Dialog, Integration verwendet wurde, das ist der Wertedialog, in dem es darum geht, Kinder dazu zu bringen, über die eigenen Werte, die man hat, zu reflektieren, gleichzeitig auch zuzuhören, was für Werte andere haben und schließlich mit verschiedenen philosophischen Gesprächstechniken herauszufinden, wo sind da eigentlich die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, um zum Schluss herauszufinden, was ist das Richtige und was ist das Falsche, sondern erst einmal, um sich selber bewusster zu werden, was man eigentlich meint, denn oft macht man sich das gar nicht so klar. Deswegen ist das auch sehr, ich sag mal, profitabel immer gewesen für die deutschen Teilnehmer, für die das ganze Programm an der, damals hieß die Akademie Kinder philosophieren,
sowieso in vielen Projekten für Kinder gemacht wurden. Also das ist etwas, das sowieso einen pädagogischen Aspekt hat, der nur jetzt eben sozusagen ausgeweitet wird in einen Bereich, in dem es gerade darum geht zu verstehen, wie unterschiedlich auch die Werte sind, aufgrund kultureller, religiöser und erzieherischer Unterschiede, die die Leute einfach erlebt haben. Und das hat vielen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen einmal die Augen geöffnet über die Bandbreite der Werte, die es gibt, und andererseits auch dabei geholfen, sich über die eigenen Werte klar zu werden und über die eigenen Werte zu reflektieren. Vielen Dank, vielen Dank. Wie ich gerade beobachte, ist es in den meisten Fällen, also im Unterschied zu dem, was eben die Staatsregierung macht, so, dass das versucht wird, die Menschen zusammenzuführen mit Zugewanderten und Einheimischen. Hier vielleicht am weniger noch der Fall, aber auch im Grunde, wenn es auch mit dem Lehrer ist. Es geht immer um diese Zusammenführung, um dieses Schaffen von gemeinsamen Werten, ja? Was natürlich dann eine Staatsregierung, da komme ich auch gleich, schwieriger leisten kann. Also wenn Sie die Staatsregierung hier auf einem anderen Trip sehen, dann haben Sie was missverstanden. Nein, nein, weil wir fördern ganz viele Projekte. Wir werden auch hier bayerische Gelder installiert haben, die von den beiden Herren genannt wurden. Wir geben allein im Doppelhaushalt 1 Milliarde für diese Themen aus. Ja? Und das möchte ich schon mal betonen, das sind nicht nur bezahlte Lehrerstunden, sondern das sind Konzepte, wo Sozialpädagoginnen und Pädagogen eingesetzt sind, wo es darum geht, auszutauschen. Wir wollen ja die Wurzeln der Menschen, die zugewandert sind, nicht auslöschen. Wir wollen ja, dass sie ihre Wurzeln behalten und nicht in irgendwelche Desorientierung gelangen. Und der Austausch, den Sie gerade geschildert haben, der ist herausragend. Dieses Projekt läuft in Oberfranken, Kinderphilosophieren, also wurde ja auch von vielen Lehrkräften aufgenommen. Und das Missverständnis, das ist genau das, was mich immer so ärgert, dass vieles medial ganz anders rüberkommt, als es eigentlich vom Freistaat gefördert und finanziert wird. Entschuldigen Sie, wollte Sie nicht ärgern. Ich wollte erst später auf diese Diskussion eingehen. Deswegen werde ich jetzt mich noch mal zurücknehmen und werde dann später noch mal mich erklären. Also ich muss erst den Faden noch mal kriegen. Und zwar, klar, natürlich. Aber hier ging es speziell, also bei diesem Projekt ging es speziell darum, die Leute zu holen, ganz an der Basis zu holen und zusammenzuführen eben. Also sogar in meinem Projekt, ich war selbst auch Projektleiterin von einem Projekt, und zwar von Selbstbestimmung und Integration. Wir wollten ganz besonders Zugewanderte und Einheimische im Idealfall immer im Team sozusagen zu Multiplikatoren ausbilden von einem gesellschaftlich-politischen Thema. Also speziell die Zusammenführung war der Kern im Grunde, dieses gemeinsame Werte schaffen. So diese Gemeinsamkeit und Dinge zu tun, was man ja auch hier tut. Man tut ja immer gemeinsam Sachen, auch wenn man diskutiert, welche Werte hast du, welche Werte habe ich, ist ja auch ein gemeinsames Tun, wenn man so will. Genau. Und jetzt würde ich aber gleich erstmal noch in die zweite Runde machen, da kommen Sie auch gleich nochmal dran. Und zwar, was halten Sie für eine herausragende, also die Fragen sind alle gerichtet, die würde ich gerne reihum machen, was ist das Herausragende gewesen, was Ihnen bei dem, was jetzt gerade im Laufen ist von der Staatsregierung, was wirklich Erfolge gezeigt hat, also so eine punktuelle Sache, die wirklich gut war vielleicht, die Sie selber, finde ich, richtig gut fanden. Und diese Frage stelle ich auch an die anderen, auf die Projekte bezogen. Bitte schön. Also genau das, was jetzt auch beschrieben wurde, nicht theoretisch irgendwelche Dinge ja, nur beleuchten, sondern die Menschen vor Ort an der Basis, unabhängig jetzt von ihren Bildungsständen, mit denen sie kommen, zusammenzuführen und bestmöglich da abzuholen, wo sie stehen. Und das gilt gerade auch im schulischen Kontext dafür. Wir haben ja auch viele Kinder, die zu uns gekommen sind, die jetzt nicht für die Grundschule mehr und auch nicht für die Mittelschule von ihrer Kompetenz her geeignet sind. Und deshalb haben wir ja relativ schnell dann auch diese besonderen Sprintklassen und so weiter an den Gymnasien, an den Realschulen aufgebaut und eben auch mehr Lehrerpotenziale über Drittkräfte an die Schulen gegeben, damit ein Kind, das jetzt aus Syrien kommt oder aus einem anderen Land, nicht jetzt plötzlich in einer Schulart sitzt, für die es absolut überfordert ist. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, aber auch diese vielen Konzepte, die an den Mütter- und Familienzentren laufen. Sprache schafft Chancen, ein niederschwelliges zusätzliches Sprachangebot, das also über das, was das Bundesamt für Migration anbietet, hinausgeht. Und wo wir wirklich sehen, auch Integration durch Ausbildung und Arbeit, was mithilfe der bayerischen Wirtschaft natürlich auch gut laufen konnte, handlungsorientiert, praxisnah, und umsetzen, nicht nur drüber reden, sondern nachdem Konzepte erstellt wurden, möglichst schnell in die Umsetzung kommen. Denn dann sieht man auch die Erfolge und es wird auch in der Bevölkerung
wahrgenommen. Ja? Also Sie wissen, wir haben hier natürlich Bevölkerungskreise, denen da vieles nicht gefällt. Seit im Bayerischen Landtag die AfD sitzt, seitdem kommen da Dringlichkeitsanträge, dass wir Gelder für Integration dafür verwenden sollen, die Menschen aus dem Land rauszubringen. Also das wird oft draußen gar nicht so deutlich, weil es halt Gott sei Dank dann auch nicht in jeder Zeitung steht. Aber das sind Beispiele, wo wir eben sehen, wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Und je mehr Menschen jemanden kennen, der mit Fluchthintergrund bei uns ist, die persönliche Geschichte verinnerlichen, desto besser läuft es natürlich auch. Aber Sie sehen es ja in Bundesländern, wo kaum Flüchtlinge sind, dass da die Aversion am größten ist. Und von daher, also Best Practice ist immer das, was ankommt und was direkt also die Menschen zusammenführt. Da bin ich voll bei den beiden Herren und auch bei Ihnen natürlich, die Ihre Konzepte hier auch so entsprechend realisiert haben. Genau. Okay, wie sehen Sie das? Ja, man weiß aus der Vorurteilsforschung, dass, fangen wir mal so an, wie entsteht eigentlich ein Vorurteil? Es entsteht dadurch, dass man irgendwo sich unsicher ist, unklar ist, wie soll ich etwas verstehen, wie kann ich es einordnen, und dann ist ein Vorurteil sozusagen ein vor der Wirklichkeit geschlossenes Urteil. Man weiß noch gar nichts ganz Genaues und versucht nun durch diese Art und Weise, wie man etwas einordnet, rein von einer Vorstellung her, mit dieser unklaren Wirklichkeit umzugehen. Und insofern ist es naheliegend, dass man aus der Vorurteilsforschung weiß, dass das wichtigste Mittel zum Abbau von Vorurteilen Kommunikation ist. Es reicht also jetzt nicht, jemandem zu sagen, die Dinge sind so oder so, das würde man falsch verstehen, sondern das Wichtigste ist, dass die Menschen miteinander aufeinander treffen, miteinander umgehen und miteinander sprechen oder irgendwie etwas Gemeinsames tun, gemeinsam handeln. Auf die Art und Weise lernen sie sich kennen. Es wird ein Wissen aufgebaut über die anderen. Und auf die Art und Weise ist es dann möglich, dass Vorurteile abgebaut werden können oder gar nicht erst entstehen müssen. Und das ist vielleicht, was für mich jetzt an diesem Projekt das Wichtigste gewesen ist, dass darüber, dass, und jetzt kann man sagen, wie ist es eigentlich möglich, ein solches Wissen aufzubauen, wie ist es möglich, in Kontakt zu kommen, es sind immer Kommunikation, die dafür stattfinden muss. Also wenn die Jugendlichen gemeinsam einen Videoclip erstellen, dann kommunizieren sie miteinander. Wenn Sie sich überlegen, was soll da alles drin sein, dann finden über das, was Sie jetzt zeigen wollen, über Ihre Erfahrungen, finden Lern- und Bildungsprozesse statt, indem Sie sagen, ja, ich verstehe das aber so oder ich würde dieses Bild verwenden, das so machen. Und andere schauen sich das wieder an. Auf die Art und Weise entsteht auch so ein Kommunikationsfluss über bestimmte Themen. Das wäre das Ideal. Ob das dann in jeder einzelnen Form so geschieht bei dem Projekt oder geschah, das weiß ich nicht. Meine Rolle war die gewesen, das in einen theoretischen Zusammenhang zu stellen, das Projekt. Man müsste es jetzt weiter verstetigen mit Hilfe von empirischer Forschung, um zu sehen, ob das, was man aus theoretischen Forschung weiß und aus anderer empirischer Forschung weiß, auch in diesem Projekt so realisiert wurde. Vielen Dank. Wenn ich gleich anschließen darf, ich habe zu dem Projekt Werte, Dialog, Integration im Grunde zwei Arten des Erfolges, die man vorstellen kann. Einer davon ist eher offiziell, das ist sozusagen das, was dann auch nach außen dargestellt wird. Ich werde das gleich zitieren, und das andere ist subversiv, das kann man nirgendwo zitieren, das ist mein Eindruck, den ich habe. Der finde ich auch ein ganz toller Erfolg. Aber erstmal, das ist also echt gut, hören Sie zu. Das sind jetzt die positiven Effekte, die in der Dokumentation des Projektes festgestellt wurden und in der Evaluation. Die Teilnehmenden zeigen ein verändertes Zuhörverhalten, sie sind geduldiger, aufmerksamer und interessierter. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, eigene Standpunkte zu formulieren und zu begründen, nehmen zu. Der aktive Wortschatz der Teilnehmenden wird umfangreicher und sie gebrauchen Sprache bewusster, was übrigens auch für die deutschen Teilnehmer gilt. Die Gesprächsbeteiligung anfangs eher zurückhaltender Teilnehmerinnen und Teilnehmer nimmt zu. Die Bereitschaft und Fähigkeit zum problemlösenden Denken und zum Finden von kreativen Lösungsansätzen steigt. Die Teilnehmer kennen sich selbst, ihre Prägungen, Überzeugungen und Wertvorstellungen besser. Sie sind reflektierter. Im Gespräch üben sich die Teilnehmer in Respekt, Empathie, Toleranz und Wertschätzung. Und das sind eigentlich ja sehr abstrakte Dinge, die werden da aber konkret erlebbar im Gespräch.
Die Methode ermöglicht außerdem, dass man positive Selbstkonzepte und auch ein Kompetenzerleben haben kann, dass man also feststellt, ich kann ja etwas. Und das geht vor allem über diese Methode, die es erlaubt, friedlich und konstruktiv miteinander zu reden, auch wenn man sehr, sehr unterschiedlicher Ansicht ist. Schließlich wird die Denkfähigkeit der Teilnehmer geschult, weil man sich und seine Werte nämlich auch verteidigen muss gegen die anderen, die ja andere Ansichten haben. Das hilft beim analytischen Denken und beim kreativen Denken. Und zum Schluss kann man ja gar nicht anders als die eigene Perspektive verteidigen, indem man wirklich auf die andere Perspektive eingeht. Und das hat zur Folge, dass man sich in andere Perspektiven auch reindenken kann. Und daraus folgt dann das Subversive. Man fängt nämlich auch an, die eigenen Einstellungen zu hinterfragen und nicht mehr als die Einstellung wahrzunehmen, sondern als eine Einstellung. Und die andere nicht als notwendigerweise Irrende oder Irre zu erkennen, sondern zu sehen, es gibt einfach in vielen Bereichen, in denen wir auch emotional sehr stark an unseren Werten hängen, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eigentlich das Richtige ist. Und das läuft relativ quer zwischen den Personen, sodass wir gar nicht so genau sagen können, es gibt sozusagen typische Flüchtlingskinderwerte und typische deutsche Werte. Na gut, in einigen Hinsichten können wir das sicher feststellen, dass zum Beispiel religiöse Einstellungen durchaus relativ klar zuordnenbar sind. Die sind aber interpersonell häufig sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sozusagen nicht den typischen islamischen Jungen, das typische christliche Mädchen und dergleichen, sondern man stellt plötzlich fest, dass so etwas wie etwa eine Leitkultur bereits von vornherein und unvermeidlich eine sehr, sehr vielfältige Melange von unterschiedlichen Werten ist, die sich jetzt sozusagen darüber erst bewusst wird, wo so offensichtlich andere Meinungen rankommen, denen man die Andersartigkeit schon ansieht, bevor sie geäußert werden. Und ich finde, dass das eigentlich eine schöne subversive Sache ist, weil sie uns selber zum Nachgrübeln bringt. Okay, vielen Dank. Was meinen Sie dazu, Herr Pfeiffer? Ja, ich kann eigentlich das, was meine Vorredner gesagt haben, eigentlich nur noch mal vertiefen und verstärken. Für mich sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist das gemeinschaftsbildende Element, das natürlich durch die Musik besonders stark zum Erscheinen kommt. Das ist, was Herr Seifert auch gesagt hat, viele Dinge werden auch durch die Musik hier noch mal einfach verstärkt. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel dazu erzählen. Ich habe dann noch mal so eine kleine Vertiefung von meinem Projekt gemacht, das hieß Musical integriert. Ich habe drei Studenten von mir genommen, die haben mit einer Grundschulklasse, mit einer Übergangsklasse ein kleines Musical einstudiert. Und das Musical bestand im Prinzip aus 8 Liedern. Es war eine Reise um die Welt. Es waren 8 Lieder, die deutsche Kinder auch kennen. Da war dabei Kein schöner Land in dieser Welt, da war auch dabei der Major Tom, also ganz, ganz quer durch, 3 Chinesen mit dem Kontrabass und so weiter. Der Effekt war, dass diese Übergangsklasse sich während dieses Einstudierungsprozesses enorm zusammengeschweißt hat. Kinder, eben das ist genau dieser Integrationseffekt, wenn Kinder gemeinsam was machen, jedes Kind konnte sich mit seinen Fähigkeiten einbringen, konnte das zeigen, was es hatte und konnte sich aber in der Gemeinschaft auch wohlfühlen und war da aufgehoben. Das war der eine Effekt und das zweite, und da muss ich sagen, Frau Brendel-Fischer, da bin ich ganz bei Ihnen, ich finde Bildung oder schulische Bildung ist das Nonplusultra der Integration. Das geht beim Spracherwerb los und ich finde es ganz toll, dass die Staatsregierung hier so viel Geld in die Hand nimmt und wirklich den schulischen Bildungsprozess hier so stark fördert, weil ich erlebe das selber. Dadurch können unsere Flüchtlingskinder auch in die Gesellschaft rein. Und wenn ein Lehrer 20 Kinder unterrichten muss, dann kann der nicht jedem Kind gerecht werden, vor allem weil die Voraussetzungen extrem unterschiedlich sind. Es sind Kinder da, die überhaupt kein Wort Deutsch sprechen, bis hin zu Kindern, die schon einiges an Deutsch sprechen. Wenn dieser Lehrprozess einfach verstärkt wird, indem man durch dieses Drittkräfteprogramm einfach mehr Personen in die Klassen gibt und mehr Lehrer sich um mehr Kinder kümmern, dann ist der Effekt, dann geht es einfach schneller. Für mich war es wirklich prägend. Wir haben in der Nachbesprechung an einer Schule, hat uns eine Schulleiterin gesagt, sie glauben nicht, wie
wie unterschiedlich der Spracherwerb ist. Und der Spracherwerb hängt anscheinend wirklich von der Anzahl der Kinder zusammen, die ein Lehrer unterrichtet. Es geht am schnellsten, wenn es eine 1:1-Beziehung ist. Und es dauert länger, je mehr Kinder ein Lehrer unterrichtet. Und sie hat gesagt, sie stellt es seit 10 Jahren fest, bei Kindern, und das hat man, durch diese Studenten hat man das teilweise schon, die machen einen Riesensprung, wenn die eine Zeit lang im 1:1-Verhältnis unterrichtet werden. Was natürlich nicht immer geht, das ist schon klar. Aber ich finde es auch ganz schön, dass die Gelder jetzt auch oder weiter bewilligt werden und dass das Projekt einfach weiterläuft mit diesen Drittkräften, weil dadurch schaffen wir einfach eine Basis, wie wir die Leute möglichst schnell, wie wir denen möglichst schnell ein Leben in unserer Gesellschaft ermöglichen können. Und das läuft über die Sprache. Und das Zweite ist die Bildung, die für die Zukunft einfach ganz, ganz wichtig ist. Okay, vielen Dank. Ich würde hier auch noch ein Projekt, ich habe ein Projekt selbst als Projektleiterin geleitet und ein anderes habe ich evaluiert. Und da ging es, das Projekt hieß Brücken bauen, Potenziale entfalten. Und da ging es mir ähnlich. Ich war wirklich sehr überrascht, dass es tatsächlich, also in diesem Projekt wurden die Menschen, die Jugendlichen versucht, Berufsbilder aufzuzeigen, ihre eigenen Potenziale aufzuzeigen, sodass sie vielleicht wissen, was sie beruflich hier in diesem Land anstellen können. Ganz konkret, also eine ganz konkrete Unterstützung, nicht abstrakt, sondern hier praktisch. Ne? Und ich war ganz überrascht, dass es tatsächlich Erfolge gezeigt hat. Also ich fand es ganz klasse, wie ich dann gelesen habe darüber, dass es wirklich Menschen gab, die dann anschließend wussten, was sie hier machen wollen, ja? was sie mit ihrem Leben anstellen, Jugendliche, 17-, 18-Jährige. Genau, und dass es sowas gibt, dass sie sowas machen konnten, fand ich eine überraschende, tolle Sache eigentlich. Genau, und jetzt komme ich aber trotzdem zum kritischen Punkt. Das klingt mir alles ein bisschen zu sehr nach Friede, Feuer, Eierkuchen, nämlich das ist überhaupt nicht so. Ich habe auch eine andere Erfahrung gemacht. Ich halte jetzt noch mich zurück. Und wer fängt diesmal an? Diesmal fange ich mal mit der Frau Professor Pietras an, zur Abwechslung. Was war denn am Projekt zu kritisieren? Was fanden Sie am Projekt kritikwürdig? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt an diesem Projekt selber etwas jetzt so kritikwürdig finden würde, weil ich ja letztendlich das Projektkonzept beschrieben habe. Ich würde vielleicht mal was anderes erzählen wollen, mal ein Beispiel, wie das geschehen ist, und vielleicht kommt man darüber dann auf eine Möglichkeit, wo man ansetzen kann, was besser gehen könnte. Die Jugendlichen haben eben diese Filme gemacht, und einen Film, auf den berichte ich kurz, der heißt Der laute Araber. Das ist ein junger Mann, der zieht in eine Wohnung ein und muss alles sich schön machen, hat Sachen zu tragen, zu ordnen, Mühe, und dann endlich setzt er sich auf sein Sofa, nimmt seine Zeitung und freut sich jetzt, die Zeitung in Ruhe genießen zu können. Und man sieht schon an der Zeitung, dass er selber ein Migrationshintergrund ist und wahrscheinlich ein Araber ist. Und er sitzt auf dem Sofa und dann hört er von oben, also aus einer Wohnung über ihm, er schaut so nach oben, laute Stimmen, und das ist sehr laut und störend für ihn, man merkt es an seinem Gesicht, und er hört arabische Worte. Und er geht dann schließlich, weil er das ganz ungemütlich findet, in dieses Stockwerk über ihm und versucht jetzt dieser Person klarzumachen, dass er gerne seine Ruhe haben möchte. Und die Person, die ihm aber die Tür geöffnet hat, ist ein Mensch, der ein aussieht, wo man nicht weiß, ist es eine Frau oder ist es ein Mann, ist es eine Deutsche oder ein Araber. Die Kleidung kann man nicht einordnen, und dann redet der also, und wir verstehen das ja auch gar nicht, was er sagt. Der junge Mann, können wir ja nicht verstehen, was er sagt, das ist immer mit deutschen Untertiteln. Und der andere gibt dann zu verstehen, ich verstehe gar nicht, was du sagst. Und was die Jugendlichen hier gemacht haben, sie haben mit Hilfe von dieser Handlung ein Paradox aufgebaut. Und dass ein Paradox heißt, dass es keinen Weg gibt, um zu einer Lösung zu finden, weil jeder Weg widerspricht sich wieder. Und letztendlich ist es ja so, er geht runter in seine Wohnung, er kann nichts machen. Der laute Araber ist eigentlich nicht laut, weil er ist schwerhörig, insofern kann er ihn auch nicht erreichen. Er klingt zwar wie ein Araber, aber er ist kein Araber, und er ist auch gar nicht ein der Araber, weil es nicht ganz klar ist, ob er vielleicht auch eine die Araber ist, so wie er aussieht. Also es ist alles sehr schwierig, und er geht in seine Wohnung runter, und er hat ein Vorurteil gehabt, aber wir müssen auch sehen, er hat keine Lösung. Denn in seiner Wohnung wird es nicht leiser deswegen. Und jetzt nehme ich mal diese Geschichte als Anlass, um über die andere Seite auch zu sprechen. Die Probleme der Integration, nicht die Probleme des Projekts, aber ein wunderbares Beispiel. Genau.
Genau. Machen wir mal Professor Pfeiffer vielleicht in diesem Fall mal weiter, um die Reihenfolge ein bisschen zu mischen. Ja, also mir fällt es auch ein bisschen schwer, jetzt kritische Dinge über mein Projekt selber zu sagen. Ich finde, das war eigentlich, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Was mich immer umtreibt, es ist eigentlich schon, wir haben jetzt bei uns über 2000 Studenten und an dem Projekt selber waren 15 Studenten dabei. Es wäre ein Wahnsinnspotenzial, würde ich auch nur die Hälfte meiner Studenten nehmen. Das sind ja alles Lehramtsstudenten, das sind alles angehende Lehrer. Und würde die in die Schule schicken, die würden extrem viel Praxisbezug natürlich schon jetzt erhalten. Sie könnten ihre Fähigkeiten ausüben und man hätte ein riesiges Bildungspotenzial, das wir hier einfach unterstützend einsetzen können. Scheitert momentan ein bisschen an den institutionellen Dingen, weil es keine Gelder oder keine Mittel dafür gibt, das Ganze zu verwalten oder zu organisieren. Aber ich denke, da wäre ein bisschen mehr Flexibilität vom System gut, um da einfach noch größere Effekte zu machen. Okay, das war Kritik am System, genau. Ich habe an meinem Projekt durchaus was zu kritisieren, wenn ich jetzt einfach mal dazwischen quatsche. Und zwar, also das Problem war, wir hatten zwar schon Zugewanderte und wir hatten auch Einheimische, aber wir hatten wirklich Schwierigkeiten, muslimische Frauen zu bekommen. Das war ein wirkliches Problem und da habe ich mich wirklich angestrengt und mich an die entsprechenden Organisationen gewendet und so weiter. Wir hatten zwei Stück, aber die waren eigentlich schon ziemlich gut integriert. Die hatten nur wieder ein Kopftuch aufgesetzt. Also die waren sehr lange Jahre schon hier. Aber die wirklichen, die wir gerne integrieren wollten, das haben wir nicht geschafft. Also diese wirklich, die sonst nicht an solchen Veranstaltungen können, im besten Falle, ja. Das fand ich schon sehr schwierig, die zu bekommen. Genau, und jetzt noch eine Kritik vielleicht, in diesem Fall Herr Seifert zuerst und dann Sie. Bitte schön. Ja, danke. Das Projekt Werte, Dialog, Integration und überhaupt der Wertedialog, der ja nicht nur im Sinne der Integration von Geflüchteten eingesetzt wird, sondern schon viele Jahre vorher in verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem bei Bildungsträgern, wo einfach Kinder ohne jetzt speziellen Integrations- oder Migrationshintergrund dieses philosophische Gespräch lernen sollen. Das alles ist im Grunde eine Erfolgsgeschichte, allerdings ist, wenn man so will, der Anspruch zu wirken noch viel höher als das, was erreicht worden ist. Also innerhalb des Wertebündnisses wurde versucht, das jetzt nicht nur sozusagen als ein Format zu machen, bei dem ein paar Kinder und Jugendliche zusammenkommen und darüber reden, was sie gut und was sie schlecht finden und einander zuzuhören und so weiter, sondern es sollten auch, wir haben ja gehört, wie viele Projekte, 170 war das gerade, innerhalb des Wertebündnisses ja irgendwie auch etwas unter einem Hut kriegen müssen und es hätte selbstverständlich zu diesem Wertedialog gepasst, wenn man das auch immer in diesem Format gemacht hätte. Dazu waren aber die verschiedenen Projekte lang nicht so, sagen wir mal, schnell bereit wie die Jugendlichen, für die das halt in gewisser Weise ein Abenteuer war, während die Projekte jeweils bereits ihre eigenen, sagen wir mal, Organisationsstrukturen haben, um das durchzuführen, was sie sowieso machen, und da fällt es dann natürlich viel schwerer, sich zu treffen und das sozusagen alles nochmal von außen in Frage stellen zu lassen und nochmal verteidigen zu müssen. Da hat man dann freilich wenig Lust, kann ich auch ganz gut verstehen. Dieser Wertedialog hat sozusagen etwas Expansives in sich eingebaut, als Projekt oder als Latenz. Das ist aber jetzt so nicht verwirklicht worden, was aus demokratietheoretischer Sicht ein bisschen schade ist, weil es mehr Deliberation und insbesondere eine bessere Qualität des politischen Diskurses nach sich ziehen könnte. Weil man lernt in solchen Dialogen ja, dass es wirklich man auf einer inhaltlichen Ebene und auf einer argumentativen Ebene den anderen, ich sag mal, besiegen muss, wenn man wirklich siegen will, und da genügt es nicht, sich sozusagen irgendwelche verletzenden Dinge an den Kopf zu schmeißen oder zu drohen, was ja irgendwie auch in letzter Zeit in den Diskurs gekommen ist. Das ist nun nicht geglückt, während das mit den Jugendlichen durchaus ein Erfolg war. Okay, vielen Dank. Jetzt würde ich das Gleiche noch gerne von der Frau Brendel-Fischer hören. Ja, ich beantworte vielleicht ganz kurz, weil Sie einiges ja auch in Frage gestellt haben, zum Beispiel mit den Frauen. Ja? Da könnte ich jetzt kritisieren, dass mancher muslimische Mann natürlich die Frau nicht gerne
in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit so integriert sieht. Wir starten jetzt in Kooperation mit der Agentur für Arbeit, mit Herrn Holzwart, ein Frauenprojekt, um gerade die Frauen, die jetzt nicht mit einem besonderen Bildungshintergrund kommen oder gekommen sind, zu integrieren, indem wir sie mit einer akzeptierten Kompetenz ausstatten im eher hauswirtschaftlichen Bereich. Wir möchten sie aber nicht in der Altenpflege oder so jetzt sehen, sondern wir möchten sie in die Kindertagesstätten integrieren, wo sie mit gleichaltrigen Müttern dann auch Kontakt erhalten und über Elternarbeit, über viel Gemeinsamkeit dann natürlich auch ein Werteaustausch erfolgen kann und auch die Akzeptanz der jeweiligen Partner auch gestärkt werden kann. Wir möchten einen Integrationsrucksack schnüren. Wir haben also dafür 100.000 Euro im Doppelhaushalt erkämpft und möchten vor allem für Kinder aus eher bildungsfernen Familien hier Bildung in die Familien tragen, über Vorlesekultur, Lesekultur, möchten das mit einem Lesepatenprojekt mit den St. Michaelsbund organisieren und auch mit den Familien- und Mütterzentren, die ja in Bayern auch sehr gut laufen und gefördert werden. Also das jetzt mal als Positives, zum Teil als Beantwortung. Ich könnte noch kritisch anführen, dass es natürlich auch Themen gibt, die man nicht so gerne in der Öffentlichkeit hört, die in einer gewissen Tabuzone schweben. Wir haben eine Zunahme an Genitalverstümmelungen auf bayerischem Boden. Ja, da sind wir auch momentan dran, mit einer Wissenschaftlerin in Kooperation zusammenzuarbeiten, um hier auch zu überlegen, inwieweit kann ich über eine ressortübergreifende Kooperation Kultusminister, Sozialministerin, Gesundheitsministerin, inwieweit können wir da gemeinsam was machen, was über einen Flyer hinausgeht, den man verteilen kann. Also es gibt hier schon auch Punkte, die wir als eine Herausforderung ansehen, ja, wo ich jetzt nicht mit großer Kritik kommen kann. Ich kann mit dieser Leitkultur, die in dem Fall, die Sie auch genannt haben, die jetzt aus dem religiösen Hintergrund heraus mitgebracht wird aus bestimmten Ländern, muss ich auch umgehen, so dass ich die jeweiligen Familien, die Mütter, die Mädchen mitnehme im positiven Sinne. Nicht indem ich sage, um Gottes Willen, das ist schlimm, das macht man bei uns nicht, sondern ich muss auch schauen, hier einen Ansatz zu finden. Also Sie sehen, es ist ein hochdifferenziertes, komplexes Thema und viele kleine Teilbereiche kommen in der Öffentlichkeit gar nicht so rüber, die für uns aber als jemand, der es gut machen möchte, nicht einfach sind. Und es ist leicht, dann immer nur auf Abschiebungen und solche Dinge zu reflektieren. Es gibt also da vieles, was für uns wichtig ist. Und darum bin ich jedem Verein, jedem Verband dankbar. Ich möchte auch den Bayerischen Jugendring hier ganz besonders herausheben, die wirklich auch dieses Zusammenfinden, diese sich austauschen, diese sich kennenlernen, ermöglichen. Und das ist ja auch, also ein Ehrenamt ist hier auch ganz, ganz wichtig. Jeder, der sich im Ehrenamt engagiert, nicht nur als Helfer jetzt in der Flüchtlingsarbeit, sondern auch in anderen Verbänden. Bayerische Landessportverband macht wahnsinnig viel Integrationsarbeit, auch hier jetzt seit vielen Jahren. Und das kann man nicht hoch genug immer wieder würdigen und schätzen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also jetzt würde ich gerne, also aufgrund der Zeit würde ich gerne jetzt auch Sie mit integrieren und für die Podiumsgäste würde ich Sie bitten, Sie sprechen einfach, Sie versuchen ein Mikro zu kriegen, wenn Sie es denn gerne wollen, wenn Sie es interessant finden, wenn Sie was dazu sagen wollen. Die Frage an Sie ist auch, was finden Sie also gut an der Migration und auch, was kritisieren Sie, was würden Sie denn gern anders machen wollen? Oder wo ist das Problem vielleicht? Andrea? Ich habe einen Mikroträger. Ich vermisse jetzt hier irgendwie noch das Thema. Also es tut mir leid, aber ich bin eigentlich hergekommen, nicht um zu hören, wie gelungene Integration funktioniert. Ich will das jetzt nicht kritisieren, weder pro noch contra, meinen Standpunkt dazu, sondern es geht mir darum, es wurde hier in erster Linie gefragt, geht es um hier bestimmte Werte zu vermitteln oder eher die eigene Herkunftskultur der Zugewandten zu pflegen. Das heißt, ist Integration Anpassung oder ist Integration auch Wertehaltung der eigenen Kultur? Also mit anderen Worten, was kann man erwarten? Was ist in Hohlschulden, was sind Bringschulden? Also ich will jetzt hier nicht irgendwie spalten, diese Diskussion, nur ich möchte sie hinführen zu dem, was eigentlich Thema ist. Ja. Was würde ich sagen?
Also wir haben ja vorhin gesagt, das ist natürlich das mit den Werten, klar. Ich weiß, man sucht immer nach der Konkretisierung von den Werten, um welche Werte geht es. Wenn ich jetzt sage, Leitkultur wird geschimpft, ja, wenn ich dieses Wort nehmen würde. Wenn ich ein anderes Wort nehmen würde, würde ich sagen, wird auch geschimpft vielleicht. Ach, dann lebt jeder seine Werte weiter. Wie soll denn Demokratie denn funktionieren? Also ich finde, es ist ein heikles Thema. Ich erwähnte vorhin, dass sowohl Einheimische als auch Zugewanderte aufeinander zugehen müssen. Ich erwähnte, dass es natürlich Gesellschaft verändert. Es ist einfach so. Da kommen wir überhaupt nicht drum herum. Und ich glaube, es geht darum, Grundwerte zu achten. Wir haben wohl schon gemeinsame Werte. Das ist das Grundgesetz beispielsweise. Ich glaube, da wird mir jetzt keiner widersprechen. Das sind Menschenrechte. Und nun ist in der Tat die Frage, ist es uns wichtig, dass alle irgendwie christliche Werte vertreten oder irgendwie sowas, ja? Also wo ich jetzt auch immer ansetzen will. Und das ist in der Tat eine spannende Frage. Was nehmen wir denn her als Werte, Kurve oder irgendwie sowas, ja? Das ist, Dankeschön für die Frage. Will da jemand was dazu sagen? Wenn ich das ganze Thema für mich selber richtig verstanden habe, dann hat das Ganze möglicherweise mit dem Diktum von Herrn Böckenförde zu tun. Wir haben einen Rechtsstaat und ich denke, wir alle wollen den auch haben. Und wir haben, Sie speziell haben, ein Bündnis, bei dem es um Werte geht. Das ist etwas ganz anderes. Und wenn ich das Böckenförde-Diktum richtig verstanden habe, dann sagt er, dass das, was wir brauchen, um als Gesellschaft unsere Rechtsstaatlichkeit zu bewahren, mit diesen Gesetzen selber nicht bewerkstelligt werden kann, sondern dass darüber hinausgehende Dinge notwendig sind. Und wenn Sie das mit Werten meinen, dann ist es irgendwo richtig. Aber wenn man eine so diverse Kulturalität hat, wie wir sie haben und noch mehr vielleicht bekommen, dann bleibt vielleicht aber trotzdem nichts anderes übrig mehr als Wert, als die Rechtsstaatlichkeit. Und das reicht eigentlich auch. Und alles andere ist Kultur und Zivilgesellschaft. Und da kann im Prinzip jeder innerhalb des rechtlichen Rahmens tun und lassen, was er will. Aber das muss als gemeinsame Basis tatsächlich von allen konsentiert werden. Das ist meine Ansicht dazu. Ja, dieses Diktum von Böckenförde sagt ja aus, dass die Demokratie von den Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht garantieren kann. Das heißt, sie lebt zum Beispiel von Menschen, die bereit sind, sich aktiv in den politischen Meinungs- und Willensprozess einzubringen. Das braucht sie, aber sie würde nur dann funktionieren, aber sie kann nicht garantieren, dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich darin aktiv einzubringen, weil das wäre ja undemokratisch, jemanden dazu zu zwingen, sich aktiv einzubringen. Das ist dieses Paradox, auf dem Demokratie aufbaut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Sie darauf hinweisen. Ich nehme nochmal den Aspekt zum Beispiel der politischen Meinungs- und Willensbildung. Wenn wir auch über Integration sprechen, wir haben jetzt die ganze Zeit über Integrationsangebote gesprochen. Natürlich ist Integration auch irgendwo ein Zweiweg, würde ich sagen. Nicht? Also wie schaffen wir es, die Frauen zu gewinnen, ohne dass wir sie ansprechen? Es wäre ja noch schöner, wenn sie spüren würden, da gibt es etwas, da will ich hingehen, da gehe ich, das kann mir weiterhelfen. Wir wissen es aber, dass das sehr schwierig ist, zum Beispiel aus der ganzen Bildungsforschung. Wir erreichen in den Weiterbildungsmaßnahmen zum Beispiel immer jene, die schon gebildet sind. Wir würden aber sehr gerne jene erreichen, die viel mehr von ihrer Bildung, von Weiterbildung profitieren würden. Das ist also auch eine Schwierigkeit, die wir generell kennen und die jetzt nicht nur in diesem Feld sich auftut. Ich kann da nur ganz wenig ergänzen, weil ich fast das Gleiche sagen wollte. Auf eine Sache, die Sie aber gesagt haben, wollte ich noch kurz eingehen, nämlich die Frage der Werte, wo man gewisse Wertegemeinschaft oder einen Wertekonsens benötigt, um in der Demokratie über sozusagen die institutionelle Ordnung hinaus, also den Rechtsstaat, sozusagen Fleisch auf diese Knochen zu kriegen. Und ich meine jetzt eben, dass es aber sehr problematisch ist, wenn man, sagen wir mal, einen Katalog von Bürgertugenden aufstellen wollte, die man dann erfüllen muss und die man sozusagen eben anerziehen müsste. Das würde sicher auch viele Deutsche treffen. So finde ich es eigentlich viel sinnvoller, eher auf sowas wie ein Verfahren zu achten. Ein Verfahren, mit dem man gerade über diese Werte und welche Werte wirklich wichtig sind,
sich verständigen kann, und zwar auf eine Art und Weise, die es aushält, dass wer anderes mal, also schon wirklich sehr andere Werte hat. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, so miteinander zu reden, für den Rechtsstaat sogar noch wertvoller wäre, als einfach ein gewisses Grundgerüst an Werten selbst, sozusagen auf einer Metaebene, wenn Sie so wollen. Bitte? Es sind ja genug Richtlinien, die man sagen kann. Was mir fehlt, das ist einfach eine etwas weiter gespannte Sicht auf das, was diese Menschen, die zu uns kommen und hier leben wollen, Familien gründen wollen, auf welchem Gerüst, auf welchem Boden sie stehen und wie weit sie diese Rechte, die wir haben und diese Pflichten, die wir haben, dass sie die auch anerkennen und wie problematisch es ist, schon in der Geschlechterrolle da ein Verständnis hinzukriegen. Mich hätte viel mehr interessiert, wie weit Sie eigentlich da Erfahrungen haben, wie das weitergeht, dass nicht die kleinen Mädchen schon wieder zu den kleinen Mädchen in der Situation ihrer Mütter geraten, sondern dass wir wirklich Fortschritte machen in einer Gemeinschaft. Wir müssen nicht deren Wurzeln lösen, aber wir müssen versuchen, ein gewisses Maß an Einverständnis für unsere Werte zu schaffen. Und das hat mir heute Abend wirklich gefehlt. Ja, also zum einen, ein Thema, das heute natürlich überhaupt nicht bisher eine Rolle gespielt hat, ist natürlich die Tatsache, dass auf der Basis des Asylrechts viele Menschen da sind, die auf diesem Ticket eigentlich gar nicht im Land sein können. Und von daher wissen Sie ja, dass wir in Bayern hier ja doch auch uns weiterhin so positionieren, dass wir, darum habe ich das Wort Abschiebung, Rückführungen ins Heimatland schon mehrmals heute Abend auch verwendet, ganz bewusst. Denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, der bei so einer Debatte, wenn es um Demokratie geht, nicht außen vor gelassen werden kann. Und ich denke, das ist auch wichtig, hier mit zu erörtern, dass es hier letztendlich nicht um Fachkräftezuwanderung bisher ging oder um Beschaffung von Arbeitskräften, sondern dass viele Menschen hier heute auch noch in Bayern und in Deutschland auf der Basis des Asylrechts ins Land kamen. Aber wir genau wissen, dass aufgrund der Rahmenbedingungen und der Vorgaben, die da sind, nicht im Land bleiben werden können. Das ist also, denke ich, auch ganz wichtig für Demokratieerziehung. Und wenn ich mit jungen Geflüchteten spreche, in Berufsintegrationsklassen zum Beispiel, und sie sind aus Nordafrika, ja, aus sicheren Drittstaaten, dann sage ich ihnen das auch ganz klar und erkläre und erläutere ihnen das, dass über andere Möglichkeiten vielleicht mal Chancen bestehen, das Land zu verlassen und als Fachkraft, meinetwegen dann jetzt ab kommenden Jahr, nach Deutschland kommen zu können, aber nicht auf der Basis des geltenden Asylrechts. Also das ist mir heute Abend auch wichtig in dem Kreis, wenn es um Werte geht und wenn es um Demokratie geht, darauf hinzuweisen. Ja, schönen guten Abend. Ich habe ein paar Fragen. Und zwar eine an Sie, Frau Dr. Schnebel. Sie hatten von den zwei Mädchen oder Frauen erzählt, die Wiederkopftuch tragen. Mich würde einfach nur interessieren, haben Sie das hinterfragt, warum Sie die wieder tragen? Frage 1. Weil das könnte möglicherweise vielleicht auch eine Antwort geben zu dem ganzen Wertekontext und so weiter. Und eine weitere Frage, ich höre sehr viel von Kindern, von kleinen Kindern, jungen Kindern, habe aber bisher nicht viel gehört, außer jetzt diese Berufsintegrationsthematik. Aber ich vermisse hier die jungen Männer, die in bestimmten Altersgruppen hier kommen. Ich sage jetzt mal alles 18 plus. Wie haben Sie da Erfahrungen? Wie sind Sie damit umgegangen? Und dann die dritte Frage zum Thema Grundgesetz. Ist den
ich meine, das sind halt Kinder, von denen Sie gesprochen haben, deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da die Frage richtig adressiert ist, aber sind diese Menschen, mit denen Sie gearbeitet haben, eigentlich bewusst, in welchem Wertekontext wir hier leben und was für ein Grundgesetz wir hier haben und dass wir hier auch einen Rechtsstaat haben und wenn man diesen, wenn man diese Gesetze verletzt, dass man eben hier auch entsprechend verfolgt wird oder das verfolgt wird, das Vergehen. Und wenn Sie sagen, ja, auch die Deutschen sind nicht alles Heil der Welt, ja, ein Deutscher, der hier Unrecht tut, wird auch entsprechend vor Gericht landen. Okay, die Frage ist an mich gerichtet, beantworte ich es auch direkt, wenn ich darf. Also mit der letzten Frage, das Grundgesetz, klar, gilt für alle. Ich selbst bin mir nicht sicher, ob man es nicht echt wirklich etwas zu weit interpretierbar ist. Also viele, was ist Meinungsfreiheit? Wie weit kann die gehen? Ja, wie weit darf man andere damit die Menschenwürde angreifen, beispielsweise mit der Meinungsfreiheit? Also ich finde schon, im Grundgesetz sind so viele Sachen drin, die man möglicherweise konkretisieren könnte, was die Werte anbelangt. Ja, halte ich vielleicht auch für ein schwieriges Thema. Auch das Thema Religionsfreiheit ist ein sehr heikles Thema, über das man noch wirklich diskutieren könnte und müsste. Das ist auch, geht ja auch auf Ihre Frage ein. Und zu Ihrem zweiten Punkt, da komme ich auch nochmal zurück zum ersten, zum zweiten Punkt, junge Männer, ja genau, tatsächlich hatten wir im ersten Kongress ganz frisch, relativ frisch angekommene Flüchtlinge, also der erste Kongress war dann eben 2017, die waren dann eben ein halbes Jahr da oder ein Jahr da oder sowas und die konnten noch kein Deutsch, wir hatten dann auch extra so ein musikalisches Teilchen gemacht, wo sie auch sich musikalisch dann ausdrücken konnten, weil sie eben, oder auf Englisch auch, weil sie es eben noch nicht konnten. Und es waren nur Männer tatsächlich, Männer um die 20 würde ich behaupten, ja, zwischen 20 und 25, die in ihrer Gruppe natürlich geblieben sind und die auch dann nicht mehr gekommen sind. Und auch beim zweiten Kongress hatte ich irgendwie 60, 70 Anmeldungen von ganz klar muslimischen Männern, jungen Männern, davon 30 hießen Mohammed übrigens, das war ein bisschen, und davon kamen zwei, die sich angemeldet haben. Also dieses Thema der Verbindlichkeit ist auch so ein Thema. Verbindlichkeit, wenn man nicht im eigenen Land lebt, die spürt man dann schwieriger, wenn man sich nicht identifiziert mit dem Ort. Das ist hier ein Thema, das zum Tragen kommt. Und zum dritten Thema, warum die Frauen sich wieder ein Kopftuch angezogen haben. Also das eine ist, wenn man sie fragen würde, wird man die Antwort bekommen, weil sie ja so feministisch sind übrigens. Gell, das ist die interessante Antwort. Wenn man sie nicht fragt und einfach nur Vermutungen anstellt, dann würde ich sagen, sie sind, da gibt es verschiedene Mechanismen, warum aufgrund der Globalisierung, aufgrund der zunehmenden Heterogenität und so weiter, die Menschen wieder in ihre ursprünglichen, wie auch immer, in ihre Mutterkulturen vielleicht oder Elternkulturen, familiären Kulturen zurückgehen und das wieder mehr schätzen und mehr pflegen und wieder einen Schritt zurückgehen aus dieser offenen Welt heraus. Also das würde ich sagen, ist bestimmt ein Punkt, warum sie wieder stärker in die Religion sich bewegen. Übrigens, hier ist noch eine Meldung von einem jungen Mann, der vorhin sich schon gemeldet hat. Gilt es noch? Ich frage bloß, weil Sie immer übergangen worden sind. Ich habe es beobachtet. Aber nur ein Satz dazu. Aber ist es das, was wir wollen? Sie meinen jetzt, dass die Menschen sich immer wieder zurückschreiten? Ja, weil das heißt ja im Grunde genommen, dass wir unsere Werteentwicklungsebene, in der wir sind, und das hat nichts mit Wertung gemeint, sondern wir sind natürlich in einer, aufgrund unseres Erfahrungs- und Lebens- und was auch immer, auf einer Werteentwicklungsebene, die sich natürlich unterscheidet von vielen anderen Ländern. Und wollen wir jetzt, dass andere Entwicklungsebenen quasi unsere Entwicklungsebene aufsaugt? Also das ist Nein. halt für mich die Frage. Klar, ich habe genau deswegen haben wir auch diesen Titel übrigens, Macht Migration Demokratie kaputt. Diesen Titel haben wir gewählt, weil ich es tatsächlich schwierig finde. Einerseits wollen wir Toleranz, wir wollen die Kulturen respektieren, wo ich auch ganz mitgehe im Grunde, ja. Aber andererseits können wir das nur zu einem Teil tun, weil es bilden sich kleine Gemeinschaften, die quasi eine neue türkische, griechische, sonst wie Kultur entwickeln, ja, die stärker ist. Das können wir übrigens sogar an den Deutschen in Amerika beobachten. Gucken Sie mal die Amish an, die waren als Beispiel. Ja, die entwickeln ihr eigenes kulturelles Deutschbild in diesem Fall. Ja. Hier entwickeln sie ihr eigenes kulturelles muslimisches Bild oder wie auch immer, wo sie auch immer herkommen oder welche Religion im Vordergrund steht. Und das ist ja ein Problem, das Problem der Fragmentierung, das Problem, dass sie nicht hier sich nicht identifizieren mit dem, was hier die Mehrheitskultur macht, schon gleich gar nicht. Und deswegen plädiere ich schon auch dafür, wir brauchen etwas mehr Werte eigentlich. Aber wie kriegen wir es hin, ohne jemanden zu assimilieren oder ohne jemanden und so weiter? Genau, ich bleibe mal dabei, weil er will. Ja? Also tatsächlich würde mein
Können Sie bitte erst den jungen Mann lassen und dann Sie, Sie müssen sich so lange merken, die Andrea Tauben gibt Ihnen dann das Mikrofon, dann können Sie auch alle verstehen. Tatsächlich, also vielen Dank, dass ich jetzt auch, das passt ganz gut, weil mein Gedanke schließt sich direkt daran an. Meiner Meinung nach ist Kultur, auch Brauchtum, Brauchtumspflege etc. ja eine Art von sichtbaren Werten in gewisser Form, also so ein bisschen tradierte Werte, die sich in diesen kulturellen, auch Brauchtumspflege kristallisiert haben. Was mein subjektiver Eindruck ist, ich habe jetzt im Norden Deutschlands gelebt, ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, dass gerade die Städte sind es jetzt in dem Fall, die eigentlich besonders vielfältig und besonders tolerant sein wollen, auch besonders integrieren wollen, keine so starke Kultur haben oder Brauchtum haben, nicht so eine starke Identifikation, wie beispielsweise jetzt Bayern hat, dass dort Integration deutlich schwerer fällt, als ich es zumindest den Eindruck hier in Bayern habe. Vielleicht können Sie da was dazu sagen, ich meine, gerade in Berlin sehen wir ja viele Probleme mit Familien, mit Clans etc. etc. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wo Integration komplett fehlgelaufen ist. Es ist jetzt gar nicht so viel mit der jüngeren Migration zu tun, sondern auch schon mit denen, die schon sehr viel länger da sind. Also erst diesen Herrn hier sprechen. Dankeschön. Ich wollte, Sie hatten ja drei Fragen gestellt bekommen. Sie haben die erste Frage dann beantwortet und haben sich aufs Grundgesetz bezogen. Da fand ich Ihre Äußerungen äußerst kritisch. Was im Grundgesetz drinsteht, sollte für alle deutschen Bürger gelten. Ja, Sie sind aber dann dazu übergegangen und sagten, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit ist eine schwere Sache und das könnte man so oder so. Also hier gibt es vom Bundesgerichtshof jede Menge Kommentare, die man lesen müsste und dann ist die Sache eigentlich fast eindeutig. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Sie so etwas sagen. Okay, dann muss ich darauf eingehen. Ich würde mich gerne. Ja, also klar, ich habe jetzt eher daran gedacht, wie es gibt eine Religionsfreiheit, aber wie gehen wir jetzt damit um, dass die Zahl der Genitalverstümmelungen steigt beispielsweise? Was machen wir damit? Ich finde, es ist eine schwierige Frage. Ja, können Sie sich erinnern, wie meine Partei zerlegt wurde in den Medien wegen des Begriffs Leitkultur? Wenn Sie von Mehrheitskultur sprechen, dann ist das ein Synonym dafür. Ja, wir haben auch Leitziele in unseren Lehrplänen und so weiter. Aber genau das ist es. Ja? Und ich will mich da jetzt nicht auslassen, aber das ist ja was, wo man gerade der staatstragende Partei hier in Bayern ja ständig Vorhalte gemacht hat. Ne? Also wir müssen darauf achten und Sie haben das schön ausgeführt mit Nordrhein-Westfalen, Berlin und so weiter. Wir wollen in Bayern auch, dass wir es gut machen, dass wir also wirklich durch entsprechende Maßnahmen Parallelgesellschaften nicht entstehen lassen, dass wir von klein auf in einem guten Dialog auch aufpassen, wer in welchen Moscheen was predigt. Wir haben zum Beispiel große Aufmerksamkeit momentan in den Justizvollzugsanstalten, wo wir natürlich jetzt auch mehr Insassen haben, die dem arabischen Islam angehören, wo natürlich nochmal eine andere Intensität bei manchen Themen vorherrscht als beim türkischen Islam, der mittlerweile ja sehr westlich geprägt ist, dass die entsprechenden Seelsorger hier gefunden werden, die nicht entsprechend radikalisieren. Also ich denke, dass wir hier in Bayern wirklich mit großer Sorgfalt damit umgehen und ich möchte auch, dass das so bleibt. Und wir möchten eben nicht Zustände wie in Berlin oder in Köln haben, die Sie alle aus den Medien kennen. Und deshalb ist wirklich hier immer Auge sei Adler, Auge sei wachsam, sage ich jetzt mal. Also, und es ist leider so, dass die Medien uns da nicht unbedingt immer so zuspielen, wie das vielleicht manchmal erforderlich wäre. Ja? Ich habe der Diskussion bis jetzt aufmerksam zugehört und meine Frage ist, ich bin hier hinten, hallo, ich weiß auch nicht, wer sich berufen fühlt, meine Frage jetzt zu beantworten. Für mich hört es sich sehr an, dass Assimilation das Ziel oder das neue Schlagwort ist. Meine Frage ist, welche andere Konzepte
verfolgen Sie oder haben Sie als Ziel gewählt, damit dem nicht so ist? Weil ich denke, Assimilation kann auch nicht unser Ziel sein. Da darf ich jetzt mal antworten. Ich glaube, dass wir Assimilation verstehen müssen als einen Prozess, wo wir sozusagen einen kulturellen und wertebezogenen Sollwert haben und alle Menschen, die dazugehören wollen, müssen diesem Sollwert angeglichen durch irgendwelche, sagen wir mal, Aufklärungs-, Umerziehungs-, Erziehungs-, pädagogische, sonstige Sachen. Also Assimilation heißt, werde so wie alle anderen, und das ist in gewisser Weise ein unfairer Prozess, denn selbst diejenigen, die sich in allen kulturellen Dingen, lernbaren Dingen, Verhaltensdingen vollständig assimiliert haben, werden trotzdem nicht als vollständige Deutsche anerkannt, jedenfalls von denjenigen nicht, für die dann noch so Sachen wie zum Beispiel die Hautfarbe eine Rolle spielt. Ja, also vollständige Assimilation ist, solange es noch Rassisten gibt, einfach unerreichbar, und insofern kann das kein wirklich gutes und mit der Menschenwürde vereinbares Ziel sein. Was ich für viel wichtiger halte als eine Assimilation und auch für durchführbarer, ist ein gemeinsamer Erkenntnisprozess, der uns klar macht, was wir eigentlich wollen. Und erst auf dieser Grundlage können dann auch entsprechende politische Entscheidungen innerhalb des Rechtsstaats und auch juristische Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube also nicht, dass Assimilation das Richtige ist, sondern dass wir tatsächlich momentan eine Auseinandersetzung um Werte haben. Und zwar nicht der eine Block des deutschen oder bayerischen Denkens, der sich jetzt gegen irgendwelche anderen Meinungen, Werte, Kulturen und so weiter wehren muss und wo es dann darum geht, müssen die anderen sich uns angleichen oder dürfen wir denen was lassen, sondern vielmehr besteht ja bereits zwischen den Deutschen ein sehr starker und zum Teil auch heftig geführter Diskurs über Werte. Und weil es diesen Diskurs gibt, das Einzige, wo man sich sozusagen angleichen muss, ist, dass man an dem Diskurs teilnimmt, und dann kann man natürlich versuchen, für die eigenen Werte sich einzusetzen und mal schauen, ob man da gute Argumente findet, ob man Leute findet, die dann sagen, ach ja, das ist ja jetzt was Interessantes, oder ob man eher auf Leute trifft, die sagen, nee, kann ich gar nichts damit anfangen. Ich hoffe, dass das Ihre Frage ein bisschen beantwortet. Ja, ich bin immer noch bei den Werten, weil ich eigentlich mal genau wissen wollte, welche Werte Sie vermitteln. Ist es nur das Grundgesetz, unsere Verfassung, oder gehen Sie darüber hinaus mit christlichen Werten? Da haben wir zum Beispiel die Nächstenliebe, die also sehr oft von der Konkurrenz, der politischen, ins Feld geführt wird. Das heißt, mit der Nächstenliebe kann man eben sehr viele Dinge des Grundgesetzes auch so ein bisschen außer Kraft setzen, das Kirchenasylrecht und all diese Dinge. Ich würde gerne wissen, welche Werte Sie konkret in Ihren Projekten vermittelt haben, das reine Grundgesetz, die Verfassung oder auch christliche Werte, und wo die Problematik ist, wenn Sie eben auf muslimische Werte dabei stoßen. Das würde ich, diesen Unterschied müsste in Ihren Projekten irgendwie herausgearbeitet sein. Vielleicht kann ich was dazu sagen. Die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist für mich die, dass wir eine gemeinsame Basis finden müssen. Und die gemeinsame Basis kann aber nicht etwas sein, was wir in Frage stellen, sondern etwas muss die sein, auf das wir uns einigen können, und zwar so, weil wir, Sie haben das ja ganz richtig zitiert mit Böckenförde, weil wir ja bestimmte Dinge gar nicht in Frage stellen können, sonst würden wir im Grunde genommen unsere Gesellschaft in Frage stellen. Und ich halte hier sehr gut, was dieses Wort, das man sagen kann, Habermas hat diesen Diskurs so verfolgt, dass er von einer nationalen Identität gesprochen hat. Und die nationale Identität ist interessanterweise bei ihm jetzt nicht etwas, worüber wir jetzt hier sprechen würden, vielleicht oder auch könnten, Religion oder so etwas, sondern sie wird für ihn dort verankert, was die Werte sind, die durch unser Grundgesetz vermittelt werden und sich aus ihm geben. Und das ist etwas, was eine gemeinsame Basis ist. Und ich glaube, auch wenn ich beobachte, dass wir ja auch Polarisierungstendenzen in unserer Gesellschaft haben, also auch von der aufnehmenden Gesellschaftsteilen her, dann denke ich mir, wird das ganz wichtig sein, sich genau hier darauf zu verständigen, und zwar nicht im Sinne eines Wertesinnes, wie man es auflegt, sondern im Sinne eines Konsenses, dass wir uns dazu bekennen müssen.
Und bekennen kann nicht sein, was wir dann auch erwarten von Menschen. Sie sollen sich das durchlesen und dann eine Unterschrift leisten, sagen, ja, ich bekenne mich zu einem bestimmten, gesetzlichen Vorbedingungen, sondern das muss man ja leben. Dann erst ist ja eine Integration da oder auch von jenen, die sozusagen integriert sind, wenn ich es in meinem Handeln repräsentiere, das, was durch das Grundgesetz ausgedrückt ist. Und das kann ich, wenn ich in einer Meinung habe, also das ist auch bei Meinungspolarisierungen möglich. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir müssen auf eine Metaebene gehen, die über diese Polarisierungen hinausgeht. Aber auf dieser Metaebene, da würde ich unerbittlich sein. Dankeschön. Mag noch jemand aus dem Publikum? Ja, ich habe das Mikrofon sowieso schon, das bietet sich auch gerade an. Ich möchte nochmal auf das Böckenförderdiktum zurückkommen. Das Schöne daran ist eben, dass er genau das, was Sie tun, nicht getan hat. Er hat nämlich offen gelassen, worum es dabei geht. Er hat nur gesagt, dass es über das Recht oder die demokratische Verfassung hinaus Dinge geben muss, die da sein müssen, ein gesellschaftlicher, wie auch immer, gearteter Konsens, damit es funktioniert. Er hat aber keinerlei Aussage darüber gemacht, was das sein soll. Man weiß nun schon, wie er selber gedacht hat, vielleicht in Teilen, aber das hat er ganz geschickt offen gelassen. Und ich möchte nochmal den klaren Unterschied zwischen Recht und dem, wovon Sie ständig sprechen, irgendwelchen Werten, die keiner klar definieren kann und wo es bei Ihnen 177 Gruppen oder wie viele gibt, die jede andere Werte haben, da mache ich jede Wette, darum sind es ja auch so viele. Das sind zweierlei Dinge und ich habe überhaupt kein Problem damit, Religionsfreiheit zu akzeptieren. Das steht ja auch nicht umsonst im Grundgesetz und das heißt Freiheit auch von Religion. Das heißt, die Gesellschaft muss sich nicht irgendeinem religiösen Denken, welcher Art auch immer, unterwerfen und auch keinen von irgendjemandem deklinierten Werten, sondern das hat in der Gesellschaft ausdiskutiert zu werden und das Ergebnis ist offen. Aber was nicht geht, das sind zum Beispiel Genitalverstümmelungen, denn das sind ganz klare Rechtsbrüche. Und ich habe ein gewisses Problem damit, dass man hier Unterschiede zwischen Männern und Frauen macht. Hallo. Ich wollte mich erstmal bedanken für das Engagement, das Sie in Ihren Projekten machen. Ich glaube, ohne so solches Engagement wären wir in einer ganz anderen, deutlich schlechteren Position. Es gibt ja viele Menschen, die sich engagieren und ich glaube, das ist einfach klasse. Ich habe trotzdem drei Fragen, drei kritische Fragen. Die erste ist an Sie, die den Wertedialog machen. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, wenn jemand Werte formuliert, die einfach nach in Deutschland nicht akzeptabel sind, wie zum Beispiel Antisemitismus oder wirklich vollkommen rückständige Ansichten über die Frau. Sagen Sie dann klar Nein? Oder wie, weil da ist ja schon wichtig, dass wir das nicht dann uns irgendwie zurückdrängen lassen. Die zweite Frage ist vielleicht an Sie, Frau Fischer, zu den jungen Erwachsenen. Jetzt ist ja jetzt Herbst 2015 bald 4 Jahre her. Wo stehen wir denn damit? Was sind die Zahlen, die Ergebnisse der Integration? Wie viele dieser Menschen sind denn jetzt wirklich im bayerischen Arbeitsmarkt angekommen? Wie viele haben wirklich eine Ausbildung, ein Studium, ein Vergleichbares angefangen? Gibt es da belastbare Zahlen? Und wie viele Menschen leben noch von der Sozialkasse? Die dritte Frage, eine Beobachtung und auf die Gefahr hin, jetzt Racial Profiling zu betreiben. Aber wenn ich einmal hier rumgucke, sehe ich eigentlich fast niemanden, der aussieht wie ein Zuwanderer. Ich entschuldige mich für diese Formulierung. Aber ist das Teil des Problems, dass wir teilweise die Diskussionen führen, ohne die Betroffenen, dass die dabei sind? Und gibt es zu wenig Interesse von deren Seite oder sind die Formate falsch? Vielen Dank. Okay. Also ich würde sagen, Herr Seifert beginnt mit der ersten Frage, dann Frau Brendel-Fischer und zur letzten würde ich was sagen. Ja, danke für die Frage. Es ist so, dass diese Veranstaltungen mit den Diskussionen, das versucht man auf einer Augenhöhe zu betreiben, die Jugendlichen erstmal dazu bringt, das Ganze nicht als eine Schulstunde wahrzunehmen, wo man ihnen sozusagen etwas beibringt. Es ist nur so, dass jeder, der einen Wert ausdrückt, den dann auch verteidigen muss und einer Kritik stellen muss. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Antisemit
politische Stereotype vorstellt, dann muss er sich natürlich gefallen lassen, anschließend nachgewiesen zu kriegen, dass viele dieser Dinge schlicht und ergreifend erstunken und erlogen sind. Ja, also da geht es nicht darauf, dass man sagt, du, Antisemitismus ist böse, sondern dass man sozusagen ihn in die viel peinlichere Situation bringt, zu zeigen, dass er sich einfach hier in ein Lügengebäude, das noch dazu verbrecherisch ist, verrannt hat. Ich denke, dass das viel wirkungsvoller ist, als einfach nur zu sagen, hier ist böse, auch wenn es tatsächlich böse ist und so nicht stehen gelassen werden kann. So ist das jedenfalls in dem wird das in dem Format gemacht, in dem die Gesprächsregeln nicht vorsehen, dass jemand sozusagen sagt, was er denkt, und ich sage euch anschließend, ob es richtig oder falsch ist. Ja, also ich möchte auch nochmal betonen, dass jetzt nochmal auf diese Antisemitismus-Frage zugeschnitten, dass wir es in Bayern nicht so machen wie ein Politiker kürzlich, dass er dann dazu rät, die Kippa nicht zu tragen, sondern dass ganz in eine andere Richtung hier von unserer Seite hier agiert wird und dass letztendlich hier auch strafrechtlich natürlich dagegen vorgegangen werden muss. Und ich denke, dass unsere zuständigen Minister auch immer wieder entsprechend herauslassen. Was Ihre Frage zur Beschäftigungslage angeht, kann ich sagen, dass wir allein in Bayern ungefähr 13.000 junge, überwiegend männliche Jugendliche, Sie haben ganz recht, in Ausbildung im Handwerk haben. Ja, also es sind... Wenn ich diese jungen, unbegleiteten Minderjährigen, die ins Land kamen, sind natürlich viele mittlerweile in anderen Bundesländern, nicht mehr in Bayern. Und es gab natürlich auch aus dem Kreis dann mit Erreichen der Volljährigkeit entsprechende Rückführungen. Also so sehr viele, ich kann Ihnen die Zahlen gerne mal liefern, die momentan in den Berufsintegrationsklassen sitzen. Das sind diese Vorstufen zur Ausbildung dann. Es wird aber hier Rückführungen auch entsprechend geben und es gab auch bereits viele. Ich habe heute eine aktuelle Zahl vielleicht, also auch Bayern steht hier an der Spitze der Rückführungen, vor allem dann, wenn auch Straftaten in diesen Jahren bereits jetzt erfolgt sind. Die Beschäftigungslage zeigt sich aber sehr positiv. Es sind allein Ende 2016 bis 2018 hat sich die Zahl der sozialversichert Beschäftigten verdoppelt auf über 60.000. Und dann gibt es natürlich noch einige, die in dieser Vorstufe der Praktika sich befinden, und da liegen wir also wirklich vorbildlich. Aber es sind hier natürlich auch Geduldete dabei, die auf Dauer auch nicht im Land bleiben werden oder können. Also nur befristet mit einem Duldungsstatus. Hier sind wir wieder beim Grundgesetz. Wir haben natürlich, weil vorhin einige kritische Stimmen kamen, wir haben natürlich im Grundgesetz auch verankert auf der Basis des Asylrechts das Klageverfahren. Deshalb sind halt viele Menschen, die eigentlich kein langfristiges Bleiberecht haben, die keinen Aufenthaltstitel bekommen, über Jahre hier, weil sie halt immer wieder entsprechend klagen. Und es gibt hier sehr wohl geschickte Kanzleien, die damit auch gut Geld verdienen, obwohl langfristig klar ist, dass keine Bleibeperspektive auf dem Rücken des Asylrechts besteht. Also, aber die Beschäftigungslage schaut nicht schlecht aus. Ich muss eher sagen, also dass bei den anerkannten Flüchtlingen, die also arbeitsrechtlich ja die gleiche Möglichkeit haben, die gleichen Rechte haben wie jeder Einheimische, da besteht noch Luft nach oben, und da muss durchaus auch immer nachgehakt werden, warum ist noch keine Arbeit aufgenommen, denn gerade in diesen Bereichen sind ja oft entsprechende Stellenangebote da. Aber wir werden, und das ist auch ein kritischer Ton, wir werden in Zukunft damit rechnen müssen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt wieder eine andere Situation bekommen. Sie kennen die Vorzeichen, die sich jetzt schon in manchen Branchen zeigen. Und das ist sicher auch nicht leicht, dann hier entsprechend immer wieder die Möglichkeiten zu eröffnen, Beschäftigung zu finden. Okay, Dankeschön. Mir ist die dritte Frage, ja, warum hier sind... Ja? Ja, bitte. Moment. Bitte mit Mikrofon ist besser. Ich bin Bäcker und Konditormeister praktisch, und wir haben Auszubildende und haben Praktikanten gehabt, die gut Deutsch gekonnt haben
Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn einer eine Lehre begonnen hat, dass man es nicht versteht, dass man ihn die Lehre nicht fertig machen lässt. Dass der abgeschoben werden muss, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn der hier bei uns ausgebildet wird und der geht wieder zurück nach Pakistan oder Afghanistan, wo er zu Hause ist, dann wäre das ein Plus, weil der fängt zu Hause an und kann wunderbar seinen Beruf ausüben. Wir haben 60.000 backende Betriebe gehabt in Deutschland. Zurzeit ist es so, dass jeden Tag ein backender Betrieb zusperrt. Und warum sperrt er zu? Weil die Gesetze in Bezug, was die Arbeitnehmer anbelangt, wir als Kleinbetriebe, wir haben 15 Mitarbeiter, praktisch dann gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Also das heißt, durch die neuen Gesetze ist es mehr oder weniger so, wenn ich bin ein sogenannter Austragler mehr oder weniger, und wenn die Leistungsträger als solches in einem Betrieb, wie das bei uns ist, wenn bloß zwei da sind und diese beiden sind krank, dann bin ich fast gezwungen, meinen Betrieb zuzuschalten. Ich bin aus dem Vorort von München praktisch und ich bin jetzt gerade dabei zu versuchen, praktisch, weil ja die Lebensmittelbehörden, weil ja die so streng sind, zu versuchen, hoppla, was gibt es für Möglichkeit, wenn ich mal einen Fehler mache oder wenn mir zwei, drei Leute fehlen und ich muss 12 Stunden arbeiten und komme nicht mehr zum Putzen. Und dann kommt einer von der Gewerbeaufsicht oder vom Lebensmittelrecht und der sieht der Maus und dann sagt der Hoppler, dem sein Betrieb müssen wir zusperren und dann müssen wir hergehen, dann kommt er noch ins Netz rein, bei dem darfst du nichts mehr kaufen. Dann heißt es, was ist denn das für ein Saftladen? Und das kann es nicht sein. Das kommt an die Basis nicht durch. Vielen Dank. Ja, ist natürlich. Also was diese Abschiebung, Rückführung während einer Ausbildung angeht, da haben Sie absolut recht. Das wird jetzt auch nicht mehr vorkommen, weil sich da die Regelung jetzt verbessert hat seit März. Und diese 3+2 Möglichkeiten, ja, ist in der Vergangenheit vorgekommen, habe ich auch mit Fällen zu tun gehabt. Kann ich voll nachvollziehen, Ihren Ärger. Okay. Vielen Dank, aber jetzt einer nach dem anderen, trotzdem wäre gut. Ich würde jetzt gerne eigentlich auf die Frage, geht das Mikrofon? Ja. Ich würde jetzt eigentlich auf die Frage eingehen von Ihnen noch vorhin, ja, also wenn ich, aber den Bogen zu spannen fällt mir gerade schwer, aber mir ist jetzt eine Sache eingefallen. Ich würde doch gerne mal wissen, wie viele hier, die hier im Raum sind, einen Migrationshintergrund haben. Also Migrationshintergrund heißt, dass die Mutter nicht, also ein Elternteil meine ich, entschuldigen Sie, nicht in diesem Land geboren ist. Wie viele Menschen sind es hier? Und dann würde ich es gerne kommentieren. 1, ich muss aufstehen, sonst sehe ich es nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, irgendwie sowas. Also doch ein paar mehr, als Sie wahrscheinlich vermutet haben. Das will ich an der Stelle doch festhalten. Aber in der Tat war das ein Problem. Also die Einheimischen in die Projekte zu integrieren, war einfacher als die Zugewanderten in die Projekte zu integrieren. Das ist sicherlich ein Problem gewesen. Da mussten wir wirklich aktiv auf die zugehen, wirklich eine abholende Strategie sozusagen. Ja. Das war, ist schade und ich kann es ja auch verstehen. Die kommen ja her und haben wirklich andere Probleme, als sich um gesellschaftliche und politische Themen zu bemühen. Die müssen sich erstmal die Sprache lernen, einen Job finden und so weiter und dann eine Wohnung und was auch immer, Familie oder nicht Familie, das ist alles eine Problematik, die Diskussionen um die politischen Themen in den Hintergrund treten lässt, denke ich, am Anfang. Und daher waren dann die meisten, die dann wirklich bei uns im Projekt über den ganzen Zeitraum dabei geblieben sind, welche, die schon länger hier sind. Also die meisten, würde ich sagen, ganz wenige frisch Zugewanderte. Dankeschön. Wenn das die Frage beantwortet, soweit. Ja, ich. Wortmeldung hier. Hier haben wir noch eine. Ja, ich kann mich dem Vorredner nur anschließen. Also die Projekte, die Sie machen, absolut 100% in Ordnung. Nur das Thema der Veranstaltung lautet, macht die Migration die Demokratie kaputt? Und wenn ich mir vorstelle, welchen Aufwand für diese Projekte treiben müssen, also mich hat die Zahl, die Integrationsbeauftragte genannt hat, dass sie 1 Milliarde in die Integration geben, also alleine nur Bayern. Wenn ich mir vorstelle, Hubertus Heil und Scholz haben gesagt, toll, jetzt haben wir 1,5 Milliarden für die Respektrente irgendwo ausgegraben. Und wie viel Geld gibt Deutschland insgesamt
für die Zuwanderung aus. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass wir derzeit pro Tag, so die neuesten Zahlen, kommen 500 Leute wandern ein, zum Teil mit sehr, sehr geringen Qualifikationen. Es geistert immer die Zahl rum, dass etwa 20% Analphabeten sind und eben noch das Thema, dass 60-70% der Zuwanderer junge Männer sind, also auch eine gewisse Schieflage zur Folge hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, was wir für einen Aufwand treiben müssen, den Zugewanderten Sprache zu lernen und sie dann noch mit unseren Werten vertraut zu machen, überfordern wir uns dann nicht und machen wir da nicht am Ende doch die Demokratie kaputt? Dankeschön. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier jetzt noch erst außen noch eine Runde und dann würde ich jeden von hier vom Podium noch mal um ein Statement bitten. Kannst du mir? Okay. Also dann, ja okay, das Problem ist, die Professor Petras muss gehen, die hat noch einen Folgetermin und deswegen wollte ich ja Runde machen, aber wir verabschieden einfach die Frau Professor Petras und machen noch ein paar Minuten weiter, so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Genau. Sie wollten, glaube ich, was dazu sagen, zu dem, was er gesagt hat dann erst noch? Also ich denke, wichtig ist, dass in diesem Geld natürlich viel Struktur auch drin steckt, die zum Teil ja auch vom Bund dann refinanziert wird. Ja, das haben Sie ja neulich wahrscheinlich mitgekriegt, aber es ist auch Steuergeld, absolut zutreffend natürlich. Man muss aber die Mehrwerte schon sehen. Es sind ja auch nicht nur Menschen mit Fluchthintergrund, es sind bei den Zuwanderern ja auch hochqualifizierte. Sie sehen das allein in Bayern, was an Zuzug in den letzten 10 Jahren erfolgt ist. Menschen, die aus anderen Ländern, auch zum Teil aus dem EU-Ausland, zuwandern, um hier zu arbeiten. Ja? Also von daher ist ein Mehrwert schon zu sehen, deutlich zu sehen, der ja unserer Wirtschaft zugutekommt. Und aufpassen müssen wir natürlich, und da bin ich sicher mit vielen von Ihnen im Konsens, wir müssen schon aufpassen, dass sich unser Land nicht so verändert, wie es eben die Mehrheitsgesellschaft nicht will. Und die Kultur, die mitgebracht wird, ja, die hat auch ihre Grenzen, auch unsere Kultur hat ihre Grenzen. Also da haben wir wieder die Grundgesetze haben wir als Basis, und wenn man die genau interpretiert, so wie das eigentlich jeder von uns gelernt hat, dann wissen wir, dass Freiheit nie grenzenlos ist. Und das gilt natürlich auch für Traditionen, für Bräuche. Und da denke ich, dass wir in Bayern mehrheitlich auch von den demokratisch getragenen Parteien, dass es hier also einen großen Konsens gibt. Und mancher Hype, der vielleicht momentan sich abspielt, wird eventuell auch, jetzt wäre ich ein bisschen parteipolitisch, auch mal wieder gedeckelt werden, denn viele Themen werden natürlich hochgespielt in einer Zeit des Wohlstandes. Also wir sind halt auch eine sehr wohlstandsgeprägte Gesellschaft, und wenn es mal wieder ein bisschen abwärts geht, wir die Arbeitslosigkeit wieder mal etwas höher haben, Arbeitsplätze wackeln, weil wir vielleicht die ein oder andere Technologie plötzlich verschmähen, ja, dann treten vielleicht wieder andere Aspekte mehr in den Vordergrund. Aber insgesamt möchte ich mich auch bei allen bedanken, die heute da sind, auch für die kritischen Worte, und auch danke an Sie vom Wertebündnis für die vielen Initiativen. Dankeschön. Also mein Vorschlag ist, wir machen noch einmal eine Runde Wortmeldungen, die sammeln wir nochmal, und wer von uns hier will, darf sie nochmal beantworten, und dann mache ich noch ein kurzes Schlusswort. Das Ganze geht noch wenige Minuten sozusagen, weil es gibt ein paar Wortmeldungen, die gerade brennen, die unbedingt noch was sagen wollen. Bitte schön. Ja, nachdem Sie das Thema aufgebracht haben, Migrationshintergrund, da möchte ich eine kurze Bemerkung dazu machen. Ich bin mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Österreich. Ich habe seit 1958 die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Kinder sind in Deutschland geboren, in Deutschland in die Schule gegangen, haben studiert und haben natürlich einen Migrationshintergrund, weil ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat. Ich halte die ganze Geschichte für äußerst fragwürdig. Diese Geschichte zeigt nämlich, dass die Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland der Fremdenfeindlichkeit nur so zuspielt, weil die Leute denken, da laufen ja lauter Fremde, da laufen ja lauter Asylanten, die sich jetzt integrieren müssen. Also
Das nur kurz dazu und vielleicht darf ich mal kurz eine kurze Antwort zu meinem Vorgänger erlauben. Ich glaube, wir haben gar keine Alternative. Entweder wir gestalten diese Geschichte oder wir schaffen uns ein Riesenproblem für unsere und die Zukunft unserer Kinder. Ja, Dankeschön, das war ein schönes Schlusswort vom Publikum. Max, wenn Sie nicht mal... Also okay, also eine letzte Meldung bitte noch. Ja, also ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar ich frage mal wirklich in die Runde, ist uns allen bewusst, dass die Menschen, die aus anderen Werteentwicklungsebenen kommen und aus Ländern, die da einfach woanders für sich stehen, dass die unter Umständen gar nicht die Bereitschaft haben, mit uns sich an den Tisch zu setzen und zu diskutieren, weil sie diesen Wert der Diskussion gar nicht kennen? Also einfach, ich möchte Ihnen da auch gerne was mitgeben. Spiral Dynamics ist ein super Modell, womit man sich mal beschäftigen kann. Und da hat es nicht damit zu tun, dass irgendeine Werteentwicklung besser oder schlechter ist, sondern sie ist einfach, wie sie ist, in sich eine entsprechende Entwicklung. Und die Frage, die ich mir wirklich stelle, und das Thema ist ja, gefährdet das die Demokratie? Wenn wir nicht in der Lage sind und nicht den Mut haben, auch Grenzen zu setzen und dafür auch stehen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben oder uns von irgendjemandem, der halt grünäugig durch die Gegend läuft und sagt, ja, wir müssen diskutieren und wir müssen Konsens schaffen, wenn das Verständnis dafür gar nicht da ist und der Respekt für unsere Kultur gar nicht da ist, denn wir haben einen Wert hier in der Kultur, nämlich wir setzen uns hin und diskutieren und hauen dem anderen nicht die Birne rein, weil uns irgendwas an ihm nicht gefällt. Ja, das ist natürlich in der Tat eine in Staaten mit bei uns mittlerweile dann doch eine längere demokratischer Kultur hat sich diese Diskussionsform sozusagen weitgehend etabliert, auch nicht bei allen natürlich, aber das ist in der Tat ein Problem. Wenn jemand aus einer Diktatur kommt und dann hierher kommt und das Diskutieren schlichtweg nicht gelernt hat, wie kann er denn an den Tisch sitzen und mit uns diskutieren? Auch das ist eine Frage des Integrationsprozesses, wo man sich gegenseitig einfach annähern muss. Aber nichtsdestotrotz, wir können heute Abend dieses Problem nicht lösen und ich gucke auf die Uhr, es ist jetzt schon 21.46 Uhr. Aber was ich Sie bitten wollte ist, gucken Sie mal da hinten noch die Bücher an, vielleicht finden Sie doch der ein oder andere, es sind zwei verschiedene Bücher. Das eine Buch, das da hinten angeboten wird, ist ein Buch zu meinem Projekt, wenn ich das sagen darf, Selbstbestimmung und Integration, wo viele Ansichten und Meinungen genau zu diesen Fragen, die hier aufgeworfen sind, diskutiert werden. Das andere ist eben eine Gesamtschau von der ganzen Initiative, ein Sammelband, welcher hier auch angeboten wird. Die kosten beide normalerweise im Verkauf 20 Euro. Wir bieten sie heute für 10 an. Wenn jemand es käuflich erwerben will, kann das machen. Aber auf jeden Fall lade ich Sie ein, einfach einen Blick mal hineinzuwerfen. Und damit würde ich sagen, auch wenn jetzt bestimmt noch viele Wortmeldungen gekommen wären, würde ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, dass Sie froh waren, hier gewesen zu sein und mit uns diskutiert haben. Dankeschön. Und